Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 143 vom 25. Mai 2019, diesmal als Lage live aus dem Bodensee-Forum in Konstanz. Herzlich willkommen. Ja. Ganz herzlich willkommen bei uns. Das ist, wie gesagt, immer wieder wunderschön und wir freuen uns total, dass ihr da seid und auch, dass wir hinterher noch ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. Wunderbar. Genau, das ist übrigens Ulf Burmeier und ich bin Philipp Banse. Für die, die das noch nie gehört haben, muss man das, glaube ich, nochmal sagen. Genau, das ist heute eine, genau, für die, die es noch nie gehört haben, das ist heute quasi eine Ausnahme. Normalerweise nehmen wir ja die Lage der Nation so bei mir daheim auf oder bei Philipp im Studio oder so. Heute sind wir zu Gast im Bodenseeforum in Konstanz. Wunderschön hier an einem, ich glaube, das ist der Rhein tatsächlich, ne? Der Fluss, der hier vorbei, genau, alle Menschen nicken, der Rhein fließt hier vorbei, das ist wirklich sehr hübsch und ja, genau, und wir nehmen vor Publikum auf, einfach weil wir dann hinterher noch mit den Menschen in Konstanz ins Gespräch kommen können und ein bisschen Feedback bekommen zur Sendung und es gibt auch immer noch so eine Frage-Antwort-Runde. Genau, und da wir ein langes Pad haben, würde ich sagen, fangen wir gleich an. Und zwar natürlich mit einer Wahl, ja. 900 Millionen Wahlberechtigte. Und 11 Millionen Wahlhelfer. Ja, und diese Wahlhelfer, die sind anders als hierzulande. Ne? Also in Indien, wir wollen jetzt nicht so ewig drauf eingehen, aber es ist schon faszinierend, dass in Indien tatsächlich die größte demokratische Wahl stattfindet, ne, mit Elefanten und Kamelen als Wahlhelfer. Die haben 11 Millionen Wahlhelfer eingestellt, um ihre 900 Millionen Wahlberechtigten zu versorgen. Genau, und so ein paar davon reiten einfach auf Elefanten durchs, genau, Land und sammeln Wahlurnen ein. Ja, die fahren auch die Wahlurnen zu den einzelnen Leuten hin. Ich glaube, innerhalb von 2 Quadratkilometern um irgendwelche Siedlungen rum müssen halt Leute wählen können. Und es gab irgendwie, glaube ich, jenseits von 3000 Kandidaten oder sowas. Und am faszinierendsten fand ich eigentlich, dass sie, ja, ich weiß nicht genau die Prozentzahl, aber dass sie ja mit vielen Analphabeten es da zu tun haben. Also du kannst da nicht einfach die Parteinamen auf den Zettel schreiben, sondern die operieren mit Zeichen. Ah, das heißt, dann wählst du meinetwegen die Sonne oder das Hakenkreuz. Ernsthaft? Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt, aber ich habe mich das schon gefragt. Also Taj Mahal ist verboten, glaube ich. Weil, aha, weil heilig? Glaube ich, weil muslimischen Ursprungs eigentlich. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Aber das fand ich schon interessant, dass das quasi parallel zu unseren Wahlen hier, zu den Europawahlen, da auch eine Wahl stattfindet, eine riesige. Und wir zusammen so 900 Millionen Wahlberechtigte hier, 427, also dort, ja, 427, ja, ungefähr hier, ja, sind wir so bei einem Viertel der... Fünftel der Wahlweltbevölkerung, die irgendwie dieses Wochenende oder in diesen Tagen gewählt hat oder, ja, wählt. Es lebe die Demokratie. Ja, aber um das Geheimnis noch kurz aufzulösen, also das Hakenkreuz ist ja ein altes religiöses Symbol in Indien. Das heißt, das wird da auch heute noch verwendet, aber mit ganz anderem Inhalt. Das heißt dann auch das Sonnenrad. Das hat also dann überhaupt nichts mit Faschismus zu tun. Aber dieses Symbol ist ja dann natürlich mit deutschen Augen gesehen immer wieder nicht ganz ohne. Genau. Die Europawahlen haben ja schon begonnen. Also in Deutschland sind sie erst am Sonntag, aber Großbritannien hat ja schon gewählt. Und man weiß halt aus Exit-Polls ungefähr so, was dabei rauskommt. Genau. Was sind Exit-Polls? Muss man kurz erklären. Das also sind Exit heißt Ausgang, genau. Also wenn es eine Befragung von Leuten, die halt aus dem Wahllokal kommen. Die sogenannten Nachwahlbefragungen. Auf Deutsch. Ja, ja, und da ist es also offensichtlich so, dass Nigel Farage, dieser Politclown mit seiner Brexit-Partei, ordentlich da einzufahren scheint, 30%. Mace Konservative liegen abgeschlagen wohl mit 10% auf dem 4. Platz. Ja. Kriegen wohl eine ganz gute Schlappe verpasst. Die Linksliberalen, die sind auch relativ weit vorne. Ich habe das Ergebnis nicht nochmal nachgeguckt. Genau, das haben wir irgendwie nicht so richtig rausgefunden, weil alle geblendet waren eben von den Ergebnissen von den Konservativen. Also man muss das mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ja, also Mays konservative Partei, die Tories, die sogenannten, werden wohl unter 10% landen und das, nachdem sie bei der letzten Wahl zum Unterhaus, nicht bei der letzten Europawahl, bei der letzten Wahl zum Unterhaus stärkste Fraktion wurden und immerhin 42% der Stimmen. Das heißt also, mit anderen Worten, sie bekommen nicht mal mehr ein Viertel der Stimmen von der letzten Wahl im Sommer 2017. Bei Nigel Farage ist es nicht ganz so überraschend. Und das ist ein Mensch, der eben schon seit ewigen Zeiten trommelt, also jedenfalls seit vielen Jahren trommelt für die Selbstständigkeit des Vereinigten Königreichs, hatte viele Jahre eine Partei namens UKIP, United Kingdom Independence Party, also Unabhängigkeitspartei. Die war auch schon 2014 Wahlsiegerin bei den Europawahlen und nach dem Brexit-Referendum hatte Nigel Farage dann gesagt, okay, dann ist ja quasi die Mission accomplished, ja, haben sie die UKIP irgendwie abgewickelt.
Und nachdem das jetzt nicht so richtig geflutscht hat mit dem Brexit bisher, hat Nigel Farage in den letzten Wochen, also wirklich ganz spontan, eine neue Brexit-Party aus dem Boden gestampft und die ist jetzt offenbar wieder Wahlsieger. Ironischerweise bei Wahlen, an denen sie eigentlich gar nicht mehr teilnehmen wollten, aber jetzt eben doch teilnehmen müssen. Auch die Niederländer haben schon gewählt. Genau, bitte? Auch da ein Exit-Poll und da sieht das Ergebnis ein bisschen anders aus. Also da haben die Sozialdemokraten wohl vor allen Dingen viele Stimmen eingefahren, mehr als erwartet. 18% von Vergleich zur letzten Europawahl, mehr als verdoppelt eigentlich. Und da könnte Frans Timmermans einen Anteil dran gehabt haben, also der Spitzenkandidat der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament. Haben wir auch schon erwähnt in haben der wir Lage. Schon erwähnt. Ne? Wir haben vor ein paar Folgen mal über die Spitzenkandidaten gesprochen und da war Frans Timmermans eben der von den Sozialdemokraten. Konservative und Grüne liegen auch zu und die Rechtsaußenpartei, die es da gibt und Geert Wilders sind die großen Verlierer. Das ist überraschend ein bisschen, also es sind nicht so, dass sie gar keine Stimmen bekommen haben, aber sie haben mit 10-11% deutlich weniger als erwartet und deutlich weniger auch als bei der letzten Europawahl bekommen. Ja, man muss natürlich dabei sehen, dass es ja die beiden nationalistischen Parteien gibt. Ne? Thierry Baudet, eben den neuen Rechtsstar und dann gibt es auch weiterhin auch Geert Wilders. Oder? Genau. Und wenn man die nämlich zusammenrechnet, das ist nämlich der Punkt. Geert Wilders hatte bei der letzten Wahl, als es diese neuen Rechtsaußen von Thierry Baudet noch nicht gab, 17%. Wenn man aber beide Parteien zusammenrechnet, 11 und 13, sind das immerhin 24%. Und dann haben die Rechtsaußenparteien insgesamt in den Niederlanden durchaus zugelegt. Die haben sich nur so ein bisschen gegenseitig das Wasser abgegraben. Ja, so gesehen stimmt das natürlich. Ja. Gut, aber definitive Ergebnisse bekommen wir alle erst am Sonntag. Das heißt, diese ganzen Exit-Polls sind letztlich Hochrechnungen, weil man natürlich nur ein paar hundert oder ein paar tausend Leute befragen kann. So richtig spannend wird es dann also nach wie vor am Sonntag. Was man schon so jedenfalls vermuten kann nach diesen Exit-Polls ist, dass die Ergebnisse aus den Niederlanden aber kein Zeichen sind für eine europaweite Erholung quasi der Sozialdemokraten insgesamt, insbesondere für die SPD in Deutschland sieht es nicht so wahnsinnig gut aus. Das ZDF sieht sie bei 17,5% in der letzten Umfrage, ein Absturz von fast 10 Prozentpunkten von zuletzt 27 Punkten bei der Europawahl 2014. Ja, und da gibt es ja auch jetzt schon, sagen wir mal, Gerüchte, dass Andrea Nahles nicht mehr so alt werden wird als SPD-Vorsitzende. Genau, da gibt es also so verschiedene Geschichten, die da kolportiert werden. Man muss natürlich sehen, sie ist in der Tat eine relativ blasse Vorsitzende, aber auf der anderen Seite finde ich es auch etwas unfair, wenn das jetzt dann nur personalisiert wird und an Andrea Nahles festgemacht wird, wenn die SPD tatsächlich morgen so schlecht abschneiden sollte, wie das jetzt Umfragen vielleicht andeuten. Denn auch die Spitzenkandidatin Katharina Barley, wie soll ich sagen, ist jetzt wahrscheinlich eher kein Zugpferd, oder? Wie würdest du das einschätzen? Nee, also ich glaube, die ist eine große Enttäuschung, also nicht zuletzt auch wegen ihrer etwas, wie sagt man, schizophrenen Wahlen und Zustimmungen, die sie so als Justizministerin geleistet hat in Sachen Urheberrechtsreform, da haben wir auch drauf hingewiesen. Ja. Da macht es auch ein Hoodie nicht besser, ob er nun 5 Sterne hat oder gelb ist. Ja. Ja, und Philipps Sohn hat sofort mit Kennerblick erkannt, dass der außerdem auch noch mit Photoshop reinkopiert ist. Wir wissen nicht, ob das stimmt, aber unser Fotosachverständiger Tim hat da meinte, das ist doch Photoshop. Die hat doch nie so ein Hoodie getragen. Ja, also das fand ich auch ein bisschen armselig. Wissen wir nicht. Können wir nicht behaupten, bevor wir abgemahnt werden. So. Wissen wir nicht. Ja. Aber das war, also Hoodie, gefotoshoppt oder nicht, ich fand das eine ziemlich armselige Geste. Oder? Das war, also für mich hätte das so ein bisschen was Anbiederndes. Ein Skateboard hätte noch gefehlt. Genau. Und genau so, oder so als Mit-40erin noch Chucks tragen, ne? Völlig absurd. Irgendwie. Ja. Genau. Gut. Also für mich persönlich immer noch erschreckend, wie jemand in so kurzer Zeit von der Hoffnungsträgerin einer Partei zu einer, was heißt Pleite, das ist so hart formuliert, ne? Aber jedenfalls nicht mehr zum Zugpferd werden kann. Ja, also man spürt einfach auch, dass sie das nicht richtig wollte. Ja, ich meine, ich glaube, sie wollte das nie wirklich. Sie hat sich so ein bisschen dazu verdonnern lassen, aus dem Justizministerium dahin zu gehen. Meinst du? Und ja, ich glaube, und das, also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also gibt es widerstreitende Informationen. Ich habe so aus mehr so über private Kanäle gehört, dass sie das eigentlich ganz gut findet. Wiederum aus privaten Gründen kann ich jetzt nicht näher ausführen, dass sie eigentlich gerne in Brüssel leben möchte. Ja, aus privaten Gründen. Auf der anderen Seite gab es natürlich von Andrea Nahles ein großes Interesse daran, eine potenzielle Kandidatin, die sie oder Konkurrentin, die sie überstrahlen könnte bei einer Diskussion zum Beispiel, um eine Kanzlerkandidatur direkt schön nach Brüssel abzuschieben. Aber jetzt gibt es ja noch Olaf Scholz. Richtig, genau. Das ist nämlich die Frage. Was passiert denn eigentlich, wenn, also normalerweise müsste Andrea Nahles natürlich nach -10 Punkten bei der Europawahl zurücktreten, ja, wenn das denn wirklich so kommen soll, das muss man immer dazu sagen, das sind nur Umfragen, aber es mangelt der SPD an Alternativen. Wie gesagt, Olaf Scholz wird genau deswegen gehandelt. Ja. Ja. Ist der heiße Kandidat. Ja. Das ist aber auch schon, das sagt schon eine ganze Menge. Also ich habe mich halt gefragt, ich habe mich schon gefragt,
Also jetzt wissen wir halt nur ein paar Ergebnisse oder Hochrechnungen und es sind ja diese Exit-Polls und die sind ja in der bei der Bundestagswahl, sagen wir mal, nicht umsonst erst ab einer bestimmten Uhrzeit erlaubt. Also weil bei der Bundestagswahl gilt ja, dass alle Wähler, Wählerinnen während des Wahlprozesses mehr oder weniger auf demselben Informationsstand sein sollen, um quasi auf derselben Basis ihre Stimme abzugeben. Und jetzt gibt es aber Ergebnisse aus Großbritannien, wir wählen erst am Sonntag, andere Staaten wählen morgen. Ja. Das ist nicht unproblematisch. Und das ist nicht unproblematisch, ja. Und ich finde da, das ist nicht geregelt, richtig? Also das ist nicht illegal, dass diese Polls gemacht werden oder diese Exit-Polls auch veröffentlicht werden. Aber ich finde, und es zeigt halt mal so ein bisschen eigentlich, dass das immer noch relativ nationale Wahlen sind. Ja. So, ja, dass da jeder schon ein bisschen auf sein Land guckt. Erstmal, was ist das Ergebnis? Und dass es da keine europaweite Koordination gibt, was denn mit diesen Exit-Polls passiert. Ja. Aber du sagst ja, die sind durchaus psychologisch bedeutsam. Ja, ich finde schon, weil es natürlich, also ja, du hast auch einen Experten dazu. Ja, ich habe auch einen Experten, aber ich finde, also Gerd Bosbach sagt, es gibt eine Beeinflussung sondergleichen. Also er ist Professor für Statistik und empirische Sozialforschung an der Hochschule in Koblenz, aber es ist eben offen, in welche Richtung diese Beeinflussung stattfindet. Ja, also du könntest einerseits, der Impuls ist natürlich, man weiß es halt nicht. Wenn man jetzt hört, dass in den Niederlanden die Sozialdemokraten besonders erfolgreich sind, heißt das für die Sozialdemokraten hierzulande, dass sie mobilisiert werden und sagen, ja, dann wollen wir auch, damit wir möglichst eine große Fraktion haben? Oder sagen sie, die Niederländer... Läuft ja, muss ich nicht mehr hingehen. Läuft, ja. Oder es sind eh nur so wenige. In Deutschland ist es eh, haben wir eh Frau Barley, das wird eh nichts, also gehen wir da nicht hin. Das ist so ein bisschen unklar, in welche Richtung diese Mobilisierung läuft. Ja. So, auch andersrum, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel in einem anderen Land eine Partei, der man so politisch vielleicht nahesteht, schlecht abgeschnitten hat, kann das auch zwei Folgen haben. Ne? Entweder kommt dann so ein jetzt erst recht, jetzt kommt es drauf an Effekt zustande, oder es kann auch lähmend wirken. So nach dem Motto, jetzt ist eh alles egal, wir haben eh keine Chance. Ne? Also insofern, die Effekte sind unklar, aber jedenfalls meint Herr Professor Bosbach, dass es durchaus ernst zu nehmen ist. Insofern würde man sich wünschen, dass das mal europaweit vereinheitlicht wird und solche Exit-Polls generell nicht mehr veröffentlicht werden. Ne? Also heute haben wir ja Tschechien und Irland, Samstag Lettland, Malta und Slowakei, Sonntag sind dann wir dran. Und der Rest Europas. Und der Rest Europas sozusagen, noch der restlichen Länder. Und ja, auch Deutschland wählt ja morgen, Baden-Württemberg, sind außerdem Kommunalwahlen. Genau. Und wir haben hier in Konstanz eine spezielle Initiative, auf die wir kurz hinweisen wollten, weil wir sie natürlich ganz gut finden. Und das heißt Knack 2019. Ja, in der Tat. Es gibt eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst viele Menschen hier aus Konstanz zu motivieren, auch tatsächlich morgen wählen zu gehen. Und deswegen ist der Slogan Konstanz knackt den Wahlrekord. Der liegt hier bisher bei 62%. Das war die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 1994. Und knackt2019.de sagt, wir wollen mehr. Und da kann die Lage nur sagen, finden wir eine super Initiative. Und zwar nicht nur in Konstanz, sondern im ganzen Land und in ganz Europa. Je mehr Menschen zur Wahl gehen, desto mehr Menschen bestimmen mit, wirken mit bei der Demokratie. Insofern, wer es noch nicht per Briefwahl erledigt hat, sollte morgen ins Wahllokal gehen. So, machen wir Brexit? Genau, machen wir Brexit. Ja, Philipp, steht so ein bisschen auf dem Gas. Finde ich aber okay. Das andere ist, das ist auch noch nicht ganz ausgestanden. Das machen wir ein andermal. Ja, das machen wir ein andermal. Also ich finde, wir haben ja versucht, den Brexit zu vermeiden, ja, weil er uns und so vielen anderen ja auch zum Hals raushängt. Aber es gibt halt noch Theresa May. Genau. Und die kommt immer wieder um die Ecke und will nicht verschwinden. Und jetzt geht sie ab und das müssen wir jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen und kommentieren. Ja, das womit haben wir es denn zu tun? Theresa May hat angekündigt, dass sie am 7. Juni zurücktritt. Spekulationen gab es natürlich schon lange, denn wenn man mal ganz ehrlich ist, seit langer Zeit hat, glaube ich, eine britische Politikerin oder ein britischer Politiker nicht mehr eine so katastrophale Bilanz hinterlassen. Wenn man mal so dran denkt, 2017 hat sie Neuwahlen angesetzt, ohne Not, die dazu geführt haben, dass ihre Partei im voll Parlament die worden. Mehrheit verloren hat. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Also ich finde, man kann ihr diese Brexit-Nummer, die mag sie schlecht gemanagt haben, ja, aber gut, die Briten haben nun mal so abgestimmt, sie hätte vielleicht ein paar andere Optionen gehabt, aber da gebührt ihr nur eine Teilschuld. Aber das mit den Neuwahlen, das geht 110%ig auf ihre Kappe und da hat sie sich so dermaßen verkalkuliert und nur deswegen sitzt diese DUP, sitzt diese Ihren Partei da drin ja, genau, und sie ist auf
kann man die Themen noch gar nicht trennen, ja. Philipp. Das ist mein Punkt, weil du jetzt sagst, Brexit ist eine und Neuwahlen das andere. Der Punkt ist doch, diese völlig sinnloserweise angesetzten Neuwahlen führen doch überhaupt nur zu diesem Brexit-Chaos. Denn nur weil sie damals die Wahlen so krachend verloren hat, sitzen jetzt, wie du sagst, die DUP, diese nordirische Separatistenpartei, die Unionistenpartei, Unionistpartei, also die für eine enge Anbindung an den Rest Großbritanniens eintritt. Nur deswegen sitzt die jetzt quasi mit im Parlament so stark. Nur deswegen ist Theresa May auf die DUP überhaupt angewiesen. Mit anderen Worten, hätte sie nicht 2017 diese sinnlose Wahl angesetzt, hätte sie diesen Brexit einfach durchregieren können. Ja? Deswegen ist das durchaus nicht zweierlei. Nein, es ist nicht zweierlei, es ist nur ein Teil eines großen Chaos. Und dieser, würde ich sagen, so würde ich das lesen, und dieser Teil, der geht 100% auf ihre Kappe. Es gibt ja noch viele andere, ich meine, in ihrer Partei, in ihrer Fraktion sind sie ja auch total zerstritten und Labour ist sich auch nicht einig. Also da ist die Frage, ob sie das durchgekriegt hätte. Aber diese Nummer hat es auf jeden Fall nicht einfacher gemacht. Nee, und den Brexit hat sie auch nicht geschafft. Ne? Das war zwar ihre klare Absicht. Sie hat immer gesagt, Brexit, das ziehen wir jetzt durch. Hat aber einfach nicht funktioniert. Sie hat die Brexit-Abstimmung über den Deal glatte 3 Mal verloren, wollte jetzt zum 4. Mal abstimmen lassen. Und da kann man sich schon fragen, warum sollen eigentlich die Abgeordneten 4-mal abstimmen, wenn die Bürger und Bürgerinnen doch nur 1-mal abgestimmt haben? Warum? Also ja, vor allen Dingen, weil wenn man ihnen sagt, ihr dürft nicht 2-mal abstimmen. Ja. So, die Abgeordneten sollen 4-mal über das gleiche Gesetz abstimmen, aber die Bevölkerung soll nicht 2-mal über ihre Fehlentscheidung richten dürfen. Na, jedenfalls ist das Land gespalten wie nie, trotz Theresa Mays Versprechens, das Land zu einen und so weiter und so weiter. Wir wollen jetzt nicht noch weiter in der Wunde stochern. Jedenfalls ist klar, sie möchte jetzt zurücktreten. Interessant ist noch das Timing. Das kann man nämlich in der Tat als letzten Dienst an der Tory-Partei lesen. Denn auf diese Art und Weise kann sie die absehbare Pleite bei der Europawahl noch voll auf ihre Kappe nehmen, wenn sie dann noch im Amt ist. Und außerdem gibt es ja noch hohen Besuch. The Donald kommt nach London. Ist das so? Ja. Donald Trump wird vom 3. bis 5. Juni in London weilen. Und da drohen natürlich unangenehme Bilder, die einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin möglicherweise lange belasten. Und deswegen ist es vielleicht ganz schön, wenn da noch... Ja, man hat es nicht leicht, ne? Und es ist wirklich kein Candyland, ja, dieses Amt. Und wenn natürlich Theresa May... Höchststrafe, Foto, ne? Mit Donald. Foto mit Donald, ja, vor allem, wenn er richtig zugreift mit seiner Hand. Dann weiß man nicht, ne? Das sind so diese, weißt du, das sind so diese vergifteten Komplimente. Wie dem auch sei. Jedenfalls kann dann also ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin frisch starten, ja, wenn also Theresa May das noch hinter sich bringt und dann 2 Tage später aus dem Amt scheidet. Genau, Nachfolger wird wahrscheinlich der irre Boris Johnson. War früher mal Bürgermeister von London, auch war mal Außenminister. Und das ist die Ironie der britischen Politik, ne? Der Gewinner dieses ganzen Brexit-Desasters oder generell dieser desaströsen Amtsführung ist ausgerechnet derjenige, der an Theresa Mays Scheitern wohl den größten Anteil hat, indem er nämlich massiv darauf hingewirkt hat, dass sie keine Mehrheit im Parlament zusammen. Und der hat ja, also das Prozedere ist, glaube ich, dass die Fraktion, also im Unterhaus jetzt 2 Kandidaten ausbaldowern muss und die Parteimitglieder der Tories dann darüber entscheiden. Und offensichtlich scheint es so zu sein, dass die Mitglieder der Partei, also das Fußvolk, noch weitaus mehr pro Hard Brexit ist als die Fraktion. Und so, sagen wir mal, der scheint Johnson bei den Mitgliedern, die den Vorsitzenden ja am Ende wählen müssen, durchaus der populärste Kandidat zu sein, was das Bild von Großbritannien nicht besser machen. Nee, also insbesondere führt das nämlich dazu, dass so ein harter Brexit, ja, also ohne klare Vereinbarung mit dem Rest der Europäischen Union wahrscheinlicher wird. Wie gesagt, zum einen, weil die Basis das anscheinend erwartet bei den Tories und zum anderen aber auch, weil eben Boris Johnson selber ein Hardliner ist. Ne? Das heißt, wenn der in der Downing Street einzieht, im Amtssitz des britischen Premierministers, dann dürfte es das zusätzlich schwer machen, noch rechtzeitig eine Einigung mit Brüssel zu erzielen. Rechtzeitig heißt bis Ende Oktober. Ja, wir erinnern uns, eigentlich lief quasi die 2 Jahres Frist für den Brexit Ende März 2019 ab. Jetzt ist die gerade verlängert auf Ende Oktober. Und eigentlich wollen sie ja raus sein, bevor das Europäische Parlament sich konstituiert. Gut, das hat sich jetzt ja irgendwie erledigt, aber jedenfalls Ende Oktober läuft jetzt die harte Frist ab. Und mal ganz ehrlich, wenn da nichts mehr passiert, dann gibt es eben einen Hard Brexit und das scheint ja genau das zu sein, was Boris Johnson anstrebt. Ne? Das heißt also, wenn man da jemanden hat in diesem Amt des Premierministers, der gar nichts anderes will als einen harten Brexit, dann wird es auch wahrscheinlich keine Verlängerung geben. Aber es war ja immer eine Wundertüte. Wir haben uns geschworen, da keine Prognosen mehr abzugeben. Keinesfalls. Wir gucken einfach gebannt in die Zukunft. Aber ich finde das schon eine unerfreuliche Perspektive, muss ich ganz ehrlich Absolut. Sagen. Absolut. Ja. Ja. Ja, apropos unerfreuliche Bilder, Philipp. Ja.
Ja, wir müssen natürlich. Wir kommen zum Intro. Wir kommen zum Intro, da schließt sich der Bogen. Für die Menschen an den Empfangsgeräten, wir haben. Ach so, stimmt, das wissen ja die ja nicht. Das war ja geheim. Genau, das wissen ja nur die 400 Menschen, die wir zu Gast haben. Wir haben zum Einstieg ein wunderschönes Liedchen gespielt, in dem das Wort Ibiza eine tragende Rolle spielt. Genau. Und genau, ich habe mir fast den Hexenschuss geholt, aber davon sind ja, wir jetzt. Weil Philipp. Jetzt geht's wieder. Ich habe so Mental-Yoga gemacht. Er hat wirklich. Ich habe vorhin geprobt dann. Also das war wahrscheinlich das Anstieg. Es gibt also einen verspiegelten Backstage-Bereich. Ne? Das war also im Grunde ganz praktisch. Gut. Also, was ist passiert? Also, pass auf. Wir müssen natürlich über dieses Video reden, was Spiegel und SZ veröffentlicht haben, beziehungsweise Ausschnitte daraus. Nochmal für die unterm Stein gewohnt haben die letzte Woche. Es gibt ein Video aufgenommen in einer gemieteten, sehr luxuriösen Villa auf Ibiza. Das war offensichtlich eine Falle und in diese Falle getappt sind vor allen Dingen Hans-Christian Strache. Der war damals FPÖ-Chef, also Chef der rechtsgerichteten Partei in Österreich und Kandidat für die anstehenden Nationalratswahlen und mit dabei war auch sein Parteifreund und der spätere Fraktionschef und die beiden wurden dahin gelockt, weil an eine angebliche russische Oligarchin illegales Geld in Österreich anlegen wollte und loswerden wollte und dann sind die beiden dahin und haben halt darüber geredet, wie das denn A gehen könnte und da sind dann von Strache Vorschläge gemacht worden nach dem Motto, ja, wir haben da so einen Verein und da haben auch schon andere mit viel Geld eingezahlt und davon würden wir dann durchaus profitieren. Wäre das nicht was für Sie? Und wenn das denn geschehen sollte, hat er im Kern zwei Angebote gemacht. Er hatte gesagt, naja, wenn wir halt das Geld kriegen, dann könntet ihr A, diese Kronenzeitung kaufen, ja, die uns schon die ganze Zeit auf die Nerven geht, so ein Boulevardblatt, eigentlich so die Zeitung in Österreich und da könnten wir dann mal 3-4 Leute rausschmeißen und 5-6 neue reinholen und wenn wir die unter der Kontrolle haben, das wär's doch, da haben wir doch gleich ein paar Prozent mehr. Und das zweite. Das sind im Grunde zwei Dinge, die diese Oligarchin tun sollte. Ne? Die sollte zum einen Geld in diesen Verein stecken, an österreichischen Rechnungshof vorbei, also illegale Parteienfinanzierung. Ja. Und zum zweiten sollte sie diese Kronenzeitung kaufen und auf FPÖ-Linie bringen. Und jetzt kommen wir zum Gegenleistung. Nee. Das ist genau, das muss man strukturieren. Das sind sozusagen ihre Leistung. Und die Gegenleistung wäre, sie könnte ja eine Straßenbaufirma gründen, die sich zufällig um öffentliche Ausschreibungen bewirbt und dann hat er ihr zugesagt, mehr oder weniger ziemlich direkt, ja, die Strabag, die das bisher immer bekommt, von dem Typen auch einen großen Anteil gehalten wird, der gegen die FPÖ ist und das kriegt dann nicht mehr die Strabag, sondern das könnten dann ja sie kriegen zu einem Überpreis, also zu einem überhöhten Preis, so damit sie nochmal extra Kohle macht. Das war sozusagen das Angebot. Muss man sich mal vorstellen, ne? Also illegale Parteienfinanzierung und letztlich Korruption. Ja, es ist der Versuch, ne? Also es ist das Angebot der Korruption. Es ist nicht passiert, genau. Aber es, sag mal so, an seiner Bereitschaft, glaube ich, und an seinem Willen, wesentliche Elemente der österreichischen Demokratie an russische Oligarchen zu verhökern, glaube ich, kann kein Zweifel bestehen. Das wirkt jedenfalls sehr deutlich. Ich würde es etwas vorsichtiger formulieren, wenn man natürlich sagen muss, also dieses Setting ist, diese Menschen treffen sich da erst auf der Terrasse einer Villa auf Ibiza, dann gehen sie später rein. Es ist ganz offensichtlich wahnsinnig viel Alkohol und Red Bull im Spiel. Alle sind so ein bisschen beduselt. Und fragt man sich, was schlimmer ist, auf jeden Fall. Also man muss, glaube ich, fairerweise schon dazu sagen, ne, dass da kann man sich natürlich auch mal so ein bisschen in Rage reden, ob er jetzt wirklich all das auch getan hätte, was er da so in den Mund nimmt. Aber die Gedanken sind jedenfalls schwärzest. Ja, das kann man, glaube ich, ganz deutlich sagen. Genau, und das war ja auch nicht nur da, sondern sie haben sich ja hinterher auch nochmal mit nicht direkt ihr, aber Begleitern und Vertretern von ihr getroffen. Das aber vor allem vorher. Ja, also dieser Adlatus von Strache hatte das ja über Monate hinweg eingetütet, dass es überhaupt zu diesem Gipfeltreffen auf Ibiza kam. Na, das heißt also, da kann, das war jetzt nicht nur ein One-Off. Nee, das war nicht so. Das war nicht irgendwie so, man hat sich irgendwie, keine Ahnung, beim Tauchen getroffen und ist dann mal noch einen trinken gegangen, sondern ganz im Gegenteil. Dem ging eine monatelange Anbahnungsphase voraus und insofern würde ich mal sagen, ist das schon sehr deutlich, was da im Schwange war. Und das hat natürlich dann ein Beben ausgelöst. Also Herr Strache ist dann mehr oder weniger relativ rasch zurückgetreten. Dann hat der Kanzler, Herr Kurz, gesagt, ja, da müssen auch die restlichen FPÖ-Minister gehen. Er hat einen rausgeschmissen. Er hat den Innenminister rausgeschmissen, ja. Weil
weil der ja im Grunde gegen seine eigenen Parteifreunde hätte ermitteln müssen. Und es gab auch den Verdacht, dass der Innenminister sogar teilweise selber verstrickt war in diese Vorgänge, nämlich in diese illegale Parteienfinanzierung. Und da hat dann. Weil er Generalsekretär war zu der Zeit und mit den Finanzen zu tun gehabt hätte. Genau. Und deswegen hatte also dann der österreichische Bundeskanzler gesagt, also der Innenminister muss auf jeden Fall gehen. Und daraufhin sind dann die anderen FPÖ-Minister zurückgetreten. Also rum war es, genau. Ja. Er wollte, eigentlich hätte er nämlich noch gern ein bisschen weitergemacht. Schon. Also die FPÖ-Minister als solche hatten überhaupt kein Problem damit. Man dachte so, man könnte das, wie sagt man so schön, containen, ja, so. Also irgendwie beschränken. Und jetzt gibt es also morgen, glaube ich, ein Misstrauensvotum gegen, morgen nicht, sondern Montag, gegen den Kanzler. Da ist so ein bisschen offen, ob er das übersteht. Also wenn FPÖ und SPÖ sich zusammentun, dann ist er nicht mehr Kanzler. Dann muss Herr von Bellen ein Übergangskabinett benennen bis zu diesen Neuwahlen, die es geben wird. So, also das ist momentan die Neuwahlen sind ohnehin schon angesetzt, ich glaube für September. Ich glaube, ja. Und interessanterweise gibt es in Österreich jetzt ein sogenanntes Expertenkabinett. Also der Bundeskanzler dort hat jetzt anstelle der FPÖ-Minister eine Reihe von Experten nominiert und man fragt sich so ein bisschen, wieso waren da eigentlich bisher keine Expertenminister? Ich meine, das kann doch auch nicht schaden, ne? Wenn man einfach mal Leute den Job machen lässt, die davon was verstehen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ja, das finde ich, also das ist jetzt, Herr Burmeier, polemisch. Findest du? Ja. Also, denn ich finde durchaus, dass Leute Ministerämter bekleiden können, die vom Thema keine Ahnung haben. Gut. Nö, klar. Ich finde, das sind die schönsten Momente bei der Lage, wenn man einfach sprachlos ist. Genau. Nein, echt, pass auf. Also, ich finde, es kommt doch als Ministerin, da musst du in der Lage sein, dich A, schnell einzuarbeiten, du musst dich dafür interessieren, du musst dir die richtigen Leute suchen, die Ahnung haben, die dich mit den Fakten beliefern und deine Kernkompetenz ist doch, aus dem, was dir geliefert wird, aus dem, was du politisch willst, ein Destillat zu machen und eine Position und eine Handlungsoption zu definieren. Und dann musst du in der Lage sein, das durchzusetzen. Und das politische Mehrheit organisieren. Ja, genau. Und das ist nämlich die Schwäche von diesen vielen Experten häufig. Dass die dann in der Partei Ahnung und dann sagen sie, ich würde gerne und alle so, ja, wir aber nicht, geh weg. Und dann kommt der Nächste. Ja? Klar, also, das ist natürlich ein Problem. Also insofern glaube ich, liegt dann im Ergebnis doch gar nicht so viel Platz zwischen uns. Natürlich ist das Schöne wiederum bei geborenen Politikern, die irgendwie seit ihrem 15. Lebensjahr Plakate geklebt haben, dass sie dann hoffentlich irgendwie aus Juso- oder JU-Zeiten mit 1000 anderen Leuten verdrahtet sind, mit denen sie dann auch die Nächte durchgesoffen haben. Und dann kann man eben leichter Mehrheiten organisieren. Irgendwie, das macht natürlich Sinn. Oder Grüne Jugend meinetwegen auch, oder junge Liberale, ja, damit das hier auch ganz demokratisch zugeht. Aber trotzdem würde ich schon sagen, Philipp, was du meintest, man muss sich einarbeiten können, aber man muss dann schon auch, glaube ich, den Willen haben, eine gewisse Expertise aufzubauen. Ja, ja, also bevor aber das heißt nicht, dass du von vornherein Experte sein. Nein, du musst nicht von vornherein Experte sein, aber ich glaube schon, dass es nicht schaden kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Das schadet nie. Jedenfalls, sagen wir mal, so nach ein paar Monaten was davon zu verstehen, wofür man eigentlich zuständig ist. Ja, das ist, darauf können wir uns einigen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat dieses Video gedreht? Ne? Also es gibt eine ganze Menge Fragen, wir fangen mal mit der an. Und da schossen erst die Spekulationen ins Kraut, wie das natürlich so ist, ne? Weil das war relativ... wer war das nochmal? So ein dänischer Freund hat immer gesagt, wenn er sagen wollte, der hat immer gesagt, das war relativ avanciert. Avanciert. Also man kann einfach sagen, das ist extrem professionell gemacht. Ganz viele Kameras, ganz viele Mikrofone, relativ guter Ton dafür, dass, und mal ganz ehrlich, vor allem ist es nicht aufgeflogen, ja. Ich meine, die sind ja immerhin da, ich glaube, etwa 6 Stunden im Bild. Ja. Und 6 Stunden lang, wenn man sich da in so einer Villa aufhält, nicht zu merken, dass man die ganze Zeit gefilmt wird und abgehört wird. Respekt. Ja, und er hat ja, na gut, also über die Finger und die Fußnägel müssen wir jetzt nicht reden. Aber die Frage war so ein bisschen, wer hat's gemacht? Und da kam schnell die Spekulation ins Kraut, vor allen Dingen, das fand ich interessant, von ehemaligen deutschen Geheimdienstlern. Also keiner, der da an der Leitung in irgendeiner Behörde mal beteiligt war, der geschwiegen hätte zu diesem Thema. Nee, die ganzen Schlapphutrentner hatten alle sofort eine Theorie. Meinung. Ah, das war der Mossad. Ja. Der Mossad. Na, das Problem mit dem Mossad ist ja, Philipp, dass diese These mit dem Mossad vor allem aus Rechten bis Rechtsradikalen kreist. Das ist so das Chiffre für die Juden war. Genau, die Juden waren. Ne, ganz gruselig, wenn ausgerechnet eine rechtsextreme Partei Probleme bekommt mit solchen Videos, dass dann das gleich in eine bestimmte Richtung geschoben wird. Aber jedenfalls, etwas mehr Aufklärung haben wir dadurch bekommen, dass es jetzt ja einen Bekenner schreibt. Genau, das liegt ist der bei der Krone wohl eingeflattert und da hat... Das ist die Zeitung, die gekauft werden sollte? Ja. Nee, Kurier, glaube ich. Oder was? Die Krone. Na, die Krone ist da die ganze Zeit im Video von die Krone die Rede. Ich kann gar nicht so rein. Genau, aber die Krone, na klar, das ist ja die Zeitung. Ja, das ist schon klar, aber ob das jetzt bei der eingegangen, weiß ich nicht. Wir haben es jedenfalls verlinkt. Okay. Und da schreibt der Anwalt eines Anwalts,
so ein Brief und behauptet also in dem Brief, dass sein Mandant irgendwie an diesem Ibiza-Video beteiligt worden sei und schildert das als investigativ-journalistisches Projekt. Mm. Und er bestreitet jedes strafrechtliche Verhalten und das Ibiza-Video sei, Zitat, ein zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt, bei dem investigativ-journalistische Wege beschritten wurden. Und dann sagt er, Zitat, zu den Videoaufnahmen ist im Übrigen festzuhalten, dass ein verdeckter Kameraeinsatz im Enthüllungsjournalismus zur Aufdeckung von Missständen und durch die Meinungsfreiheit geschützt ist. Das kennen wir, ne? So die Sturmgeschütze irgendwie des investigativen TV-Journalismus, Monitor oder so, die genau, Filme verdeckte ständig Kamera. Aus der jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das juristisch und publizistisch zu werden? Also wir wissen nicht, war es wirklich dieser Anwalt? Strache hat Anzeige gestellt gegen drei Leute. Einer davon ist dieser Anwalt, der sich jetzt dazu bekannt hat. Also momentan gibt es, wollen wir es so formulieren, ein paar Anzeichen, die etwas wegdeuten von Geheimdiensten. Ja. So. Wobei man sagen muss, es ist halt extrem professionell gemacht, ne? Und also es sind ja jetzt auch die Quittung aufgetaucht, wie lange diese Villa überhaupt nur vermietet war. Das war nämlich, glaube ich, nur 3 Tage. Und das muss man erstmal schaffen, ja, das so professionell alles zu verkabeln innerhalb von 2-3 Tagen. Na gut, das ist doch an hier, das haben wir doch auch. Das sieht auch sehr professionell aus, ne? Gut. Also. Jedenfalls, die Frage ist eben, wie ist das jetzt rechtlich, aber auch publizistisch aus der journalistischen Perspektive zu bewerten? Rechtlich ist die Sache relativ einfach. Wir haben jetzt nicht im spanischen Recht gewühlt, weil das wahrscheinlich auch zu wenig geführt hätte. Nach deutscher Rechtslage jedenfalls wären diese Aufnahmen, ja, erstmal nur das Filmen und das Aufnehmen des Tons eindeutig illegal. Ne? Da gibt es also verschiedene Straftatbestände, 201 des Strafgesetzbuchs, die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes oder 201a, da gibt es eine Norm, die verbietet die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Ja, ein relativ neuer Straftatbestand. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Veröffentlichung nicht möglicherweise legal ist. Da muss man also differenzieren zwischen dem Filmen und Aufnehmen auf der einen Seite und dem Veröffentlichen der als solches sicherlich illegalen Aufnahmen. Genau, und man kann das sozusagen aus journalistischer Perspektive, wie das ja die Kollegen von SZ und Spiegel auch getan haben, Aufnahmen zumindest ausschnittsweise sehr wohl veröffentlichen, wenn das Informationsinteresse der Öffentlichkeit eben diese Persönlichkeitsrechte der dort Abgebildeten überwiegt. Genau. Das ist so. Das heißt also, da muss dann abgewogen werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch schon entschieden, dass auch eben illegal gewonnene Informationen durchaus publiziert werden dürfen. Wichtig ist dabei, das wird gleich noch spannend, wenn wir so quasi die Folgen, so ein bisschen die Diskussion, die sich da anknüpft, besprechen. Man muss da differenzieren zwischen den reinen Inhalten und dem Video selbst. Ne? Es ist also was anderes, auch aus der Perspektive Veröffentlichungsmöglichkeiten oder Recht zur Veröffentlichung. Ob ich nur schreibe, Strache hat gegenüber einer vermeintlichen russischen Oligarchin dies und jenes gesagt oder ob ich entsprechende Videoschnipsel ins Netz stelle. Das ist einfach was anderes und zwar, weil diese Veröffentlichung der Bilder natürlich ein wesentlich schwieriger oder schwerwiegenderer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von Herrn Strache ist. Na, muss man sich vorstellen, betrunkene Männer in Freizeitklamotten, die da so ein bisschen prahlerisch daherreden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, denke ich, gibt es auch ein sehr starkes Interesse an einer solchen Veröffentlichung, denn der Strache ist ja immerhin Spitzenpolitiker. Und deswegen ist auch seine Persönlichkeit einfach von großem Interesse für die Öffentlichkeit. Man kann ja Inhalte und Personen gar nicht trennen. Ja, zumal Leute wie Strache sich ja vor allen Dingen auch als Saubermänner inszeniert haben und ihren, sagen wir mal, ihren Charakter und ihren Lebenswandel und ihre Sicht und Haltung zur und auf die Welt insgesamt ja auch durchaus politisch instrumentalisiert haben. Und wenn da jetzt Material auftaucht, was dieses kühn formulierte Selbstbild etwas in Frage stellt, dann ist das durchaus im Interesse der Öffentlichkeit, das auch zu zeigen. Ja. Und dann geht es natürlich, das ist halt ganz wichtig, um die publizistische Sorgfalt, also bei dieser Abwägung. Und ich glaube, dass die Kollegen dem nachgekommen sind. Also das Video ist 2017 entstanden. Warum das so lange gebraucht hat, ist bisher unklar zur Veröffentlichung. Spiegel und Süddeutsche sagen, sie hätten das halt erst in diesem Monat, also erst im Mai bekommen. Dann hätten sie das halt aufwendig überprüft mit Fraunhofer Institut und Pipapo, ob das halt echt ist und dann halt relativ bald danach veröffentlicht und es sei auch kein Geld geflossen und die Frage war ja, ist das eine Kampagne so direkt vor den Wahlen und da kann ich nur sagen, also der Publikationszeitpunkt, der gehört zur journalistischen Freiheit. Das ist so wie, welchen Aspekt nehmen wir denn rein oder welche Überschrift nehmen wir oder nehmen wir das Bild oder jenes Bild, ist das Veröffentlichungsdatum ein ganz zentraler Element dieses publizistischen Vorgangs und gehört zur Freiheit und es ist, finde ich, auch völlig okay,
okay, das vor den Wahlen zu machen, denn vor den Wahlen interessiert sie Leute. Die wollen nicht wissen, wen sie da wählen. Also da kann ich keine Kampagne erkennen. Kampagne impliziert ja auch immer, dass es koordiniert ist und einen politischen Hintergrund hat, den kann ich hier nicht erkennen. Also publizistisch sorgfältig wurde gearbeitet, nach allem, was wir wissen. Ja, sie haben zum Beispiel auch Experten sich dieses Video mal ansehen lassen, ob das irgendwie geschnitten worden ist, ob das manipuliert worden ist. Sie haben, sagen, sie haben kein Geld bekommen, sie haben es nicht angekauft. Also insofern denke ich, das ist sauber. Wir haben auch gesagt, juristisch dürfte die Veröffentlichung wohl insgesamt okay sein. Aber wir müssen noch eingehen auf einen Einwand von Stefan Brink. Das ist der Landesdatenschutzbeauftragte hier in Baden-Württemberg, denn der hat dazu was getwittert. Genau, der hat gesagt, Zitat, wenn wir politische Gegner hintergehen, ihre Privatsphäre verletzen und sogar kriminelles Unrecht begehen, schaden wir letzten Endes unserer politischen Kultur und damit uns allen. Kein Ruhmesblatt für Spiegel und SZ. Zitat Ende. Und daraufhin hat Sascha Lobo getwittert, Zitat, Rechtsextreme in Schutz nehmen für den Datenschutz gegen den bösen investigativen Journalismus. Das tut hier der Landesdatenschützer von Baden-Württemberg. Das sagt leider sehr viel über Deutschland. Und daraufhin brach also ein Shitstorm über den armen Stefan Brink hinein. Und man muss sagen, so sehr wir hier Saschas Ausführungen oft auch herangezogen und zitiert und ja, auch sehr kluger Publizist, sehr kluger Publizist, meiner Meinung nach. Aber in dem Fall, glaube ich, war er unfair, weil er bringt eine Haltung unterstellt, die, glaube ich, abwegig ist, nämlich den Versuch oder die Absicht, Rechtsextreme zu schützen. Das so, ist ne? einfach nicht, Sascha, das ist einfach nicht die Idee. Wir kennen, also Brink, du bist ne? da mit ihm befreundet, kann man sagen. Wir sind gut befreundet. Mit Stefan Brink. Das kann man mal so als Transparenzhinweis sagen. Wir waren nämlich zusammen wissenschaftliche Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht. Also wir kennen uns schon seit über 10 Jahren. Aber das ändert aber natürlich hier nichts an unserer Beurteilung. Denn ich finde das einfach deswegen problematisch. Wie gesagt, wegen der Haltung, die, glaube ich, einfach nicht die von Stefan Brink ist. Aber vor allem finde ich, dass das Argument von Sascha Lobo ausgesprochen gefährlich. Denn Grundrechte wie das allgemeine Persönlichkeitsrecht, ne, was Stefan Brink eben von Amts wegen schützen muss, die gelten für alle Menschen. Ja? Und zwar ganz egal, ob sie einem sympathisch sind oder nicht und ob man ihre politische Meinung teilt oder nicht. Und wenn man erstmal anfängt, ja, die Auslegung von Grundrechten davon abhängig zu machen, ob einem die Menschen sympathisch sind, ja, dann ist das Ende von Rechtsstaatlichkeit. So kann man einfach nicht argumentieren. Ich meine, nicht umsonst hat, ja, wenn man sich dieses klassische Bild mal vor Augen führt, hat die Justitia eben eine Augenbinde auf. Ja? Also das Recht soll eben ohne Ansehen der Person angewandt werden. Und ich bin mir absolut sicher, dass Sascha Lobe das nicht zu Ende gedacht hat. Denn das würde er so nie vertreten, wenn er diesen Gedanken mal zu Ende gedacht hat. Ja, jetzt muss man sagen, dieser Tweet von Stefan Brink war, finde ich, etwas unglücklich formuliert. Ich hab ihn deswegen nochmal, wir haben nochmal telefoniert und gefragt, was meinten Sie denn jetzt eigentlich damit? Und ich finde seine Argumentation schon, sagen wir mal, es gewährt schon eine wichtige Perspektive auf jeden Fall. Nämlich er argumentiert, ja, es ist zweifelsohne so, dass es an bestimmten Informationen, die bei dieser illegalen Aufzeichnung erfasst wurden, ein überwiegendes öffentliches Interesse gibt. Keine Frage. Sein Argument ist aber, in diesem Video, in den Ausschnitten, die dann veröffentlicht wurden, erfährt man noch viel, viel mehr über die betroffenen Personen, die da zu sehen sind. Nämlich nicht nur, dass sie Österreich verkaufen wollen an eine russische Oligarchin, was man auch sagen muss. Öffentliches Interesse. Ja. Sondern wie sie aussehen, dass sie Alkohol trinken, dass sie irgendwie so ein bisschen in so einer privaten, ein bisschen peinlichen Pose da sind. Das mag man jetzt aus voyeuristischer Sicht irgendwie interessant und irgendwie ganz juicy finden und was die da alles zu sich genommen haben, womöglicherweise so. Aber da muss man sagen, diese Informationen sind vielleicht nicht von so großem öffentlichem Interesse, dass sie rechtfertigen, dieses Video zu veröffentlichen. Jedenfalls muss man mal drüber nachdenken. Man muss zumindest drüber nachdenken. Und das sagt auch Stefan Brink. Wenn Sie Ihre journalistischen Ziele verfolgen, dürfen Sie das mit voller Power und zu 100% machen. Aber Sie müssen immer gucken, habe ich Alternativen? Und kann ich nicht mein journalistisches Ziel ohne diese massive Einwirkung auf den Betroffenen erreichen? Und das ist mein Appell. Es ist nicht mehr als ein Appell. Genau, und ich finde, in diesem konkreten Fall würde ich trotzdem sagen, dass Spiegel und Süddeutsche richtig gehandelt haben. Weil diese Typen eben sich so viel zugute halten auf ihre Saubermann-Image. Ne? So. Genau, und wenn sie eben alles andere als Saubermänner sind, dann darf man das auch zeigen. Und sie hat es ja auch nur in Ausschnitten getan. Genau. Ja? Sind ja keine Nacktbilder. Aber ich finde diesen Hinweis für journalistische Arbeit, und wie wir wissen, sind wir ja alle, die im Netz irgendwas twittern und bei Facebook irgendwas posten, Journalisten. Ne, kommen wir gleich zumindest noch zu. Manchmal. Ja, Laienjournalismus. Deswegen finde ich, ist das ein
durchaus bedenkenswertes Argument. Und er hat auch noch, ich habe ihn halt getroffen, bei einer Veranstaltung habe ich gesagt, ich stehe vor der Veranstaltung, habe keine Zeit, können Sie mal raus. Und dann kommt er raus und dann saßen wir in so einem Drive-Now-Auto am Brandenburger Tor und ich hab ihn zu dieser Affäre befragt. Und eine Sache lag ihm noch am Herzen und das ist die hier. Es ist doch absolut naheliegend. Wir laufen inzwischen alle mit Smartphones in den Hosentaschen rum. Wir haben die Möglichkeit, jederzeit über ein Video zu machen. Wir können überall Audioaufnahmen machen. Und wenn das sich jetzt als so durchschlagend erweist, diese Form des Vorgehens, dann wird es dem Abhören und dem Ausspionieren von Politikern Tür und Tor geöffnet. Und das ist ein Anliegen, das der Datenschutz hochhalten muss. Es muss darum gehen, dass auch Politiker eine Privatsphäre haben, unabhängig davon, ob das, was Sie sagen, jetzt öffentlich relevant ist oder nicht. Also seine Befürchtung ist, dass dieses Abhören oder Mitschneiden zum Default wird, weißt du? Ich lasse einfach mal mitlaufen, vielleicht fällt da ja was von öffentlichem Interesse bei ab und dann kann ich hinterher sagen, ja, aber das ist doch von überragendem öffentlichem Interesse, das veröffentliche ich jetzt mal. Und ich finde, auch das ist ein bedenkenswerter Hinweis, den man nicht einfach wegwischen kann. Das finde ich nämlich auch. Ne? Wie gesagt, ich bin im konkreten Fall nicht der Meinung von Stefan Brink. Ich finde aber seine Argumentation ausgesprochen spannend und ich finde, es ist geradezu seines Amtes, darauf hinzuweisen, dass man eben eine solche Abwägungsentscheidung, so eine bewusste Entscheidung als Journalistin oder als Journalist auch tatsächlich treffen muss. Man kann nicht alles raushauen, was einem zugespielt wird und wo man glaubt, dass das Klicks bringen wird. Und das ging dann so weit, dass ja Einzelne, irgendwie so ein Sprecher des CCC, meinte dann, den Rücktritt von Stefan Brink fordern zu müssen. Also völlig absurd. Also ich habe mich dann wirklich, wirklich sehr gewundert, wie schnell das dann auch so hochkocht. Ja. Also das war wirklich nicht durchdacht. Eine Sache, die ich von dir nochmal gerne wissen würde. Also wir haben ja jetzt in der Debatte so ein bisschen, danach war ja so eine Argumentationslinie. Ja, da ist der Strache und sein Adlatus und dann ist die nächstgrößere Instanz die FPÖ. Ja, ja. Das ist sozusagen ein verrotteter Haufen. Danach gibt es ja diese Freunde der FPÖ in ganz Europa, zu denen auch die AfD gehört. Die haben sich ja mehrmals mit ihnen getroffen und sie als Vorbilder genannt. Ja, haben sich jetzt auch solidarisch erklärt. Haben sich jetzt solidarisch erklärt und so. Und dann gibt es ja die ganze europäische Rechte, ja, die quasi durch das Verhalten von Strache demaskiert und entlarvt wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen unfair. Also ich kann, die AfD argumentiert ja, ja, das ist. Was findest du, sag mal genau, was naja, du also findest. Die AfD argumentiert ja, das ist ein Einzelfall, ja, wir haben damit nichts zu tun, bitte gehen Sie weiter, wir sind Opfer einer Verschwörung der Elite. So. Verschwörung der Elite halte ich für totalen Unsinn. Aber ich finde es auch ein bisschen unfair, ich würde immer gerne deine Meinung dazu hören. Ich finde es auch ein bisschen unfair. Da gibt es führende Politiker in der FPÖ, die sich verhalten wie der Strache. Das ist antidemokratisch ohne Ende, keine Frage, der Mann muss weg. Ja, und die FPÖ als in ihrer Parteiengeschichte hat sich auch in meinen Augen desavouiert, finde ich. Die muss auch weg und ist demokratiefeindlich. Aber den Schritt zu sagen, weil der Strache in der FPÖ sich so verhält, zu sagen, so sind halt alle Rechtspopulisten. Nö, und auch die AfD, nee, das finde ich ein bisschen, das finde ich, die Vermutung liegt nahe, das kann man als Arbeitsthese nehmen. Ja, da kann man auch recherchieren. Da kann man auch recherchieren, aber ich finde, wir haben Anzeichen, kannst du sagen, komische Parteienfinanzierung bei der AfD, aber das ist nicht in dem Ausmaß demokratiefeindlich und fast korrupt wie das, was der Strache gemacht hat. Also man muss es, glaube ich, auf den Punkt bringen, Philipp, das wäre letztlich eine reine Spekulation, jetzt zu sagen, die AfD ist kein Deut besser als die FPÖ. Das mag sein, ja, und ich meine, wenn man die politisch ideologisch, d'accord, ja, aber man kann einfach nicht aus diesem Fall jetzt mit ohne weiteres schließen, dass das in Deutschland genauso ist. Da muss man einfach jetzt dranbleiben, recherchieren. Wie gesagt, diese Parteispendenskandale der AfD weisen in eine bestimmte Richtung, ja, aber würde ich genauso sehen wie du, das wäre jetzt unfair, aus diesem Anlass heraus quasi den Stab über die AfD zu brechen. Nein, ich denke auch generell, man muss die AfD dann politisch kritisieren, wenn man sie kritisieren will. Aber man kann nicht einfach letztlich spekulieren. Das geht zu weit. Ja, apropos spekulieren, Jan Böhmermann musste wohl nicht spekulieren. Ne? Der kannte das Strache-Video anscheinend, denn der hat schon vor 4 Wochen so Anspielungen gemacht. Ja, der hat Anspielungen gemacht und der hat ja auch diesen Song, den wir zum Einstieg gespielt haben, glaube ich, wieder repopularisiert. Und so. Also man muss, glaube ich, sagen, nach allem, was wir wissen, wurde dieses Video wohl mehreren Leuten auch angeboten, gegen Geld und so.
Was Böhmermann da für eine Rolle spielt, das wissen wir nicht genau. Aber, ja, aber er kannte es jedenfalls. Er hat seinen Spaß gehabt. Er hat seinen Spaß gehabt. Apropos Spaß haben. Ja. Ich glaube auch Rezo hatte Spaß. Rezo hatte eine Bombenwoche. Das kann man nicht anders sagen. Rezo ist der junge Mann, der ein Video veröffentlicht hat, das in dieser Woche viral gegangen ist, wie man so schön sagt, sich also explosionsartig wie eine Viruserkrankung verbreitet hat, wie, glaube ich, seit langem kein anderes Video mehr. Das ist kühn. Okay, wir kennen die Szene vielleicht nicht so gut. Ich stehe über meinen Sohn so ein bisschen knietief in diesem YouTube, dieser YouTube-Szene. Aber nicht annähernd. Okay. Aber was da los ist, da machst du dir keine Vorstellung. Alles klar, okay, nehme ich zurück. Wollte ich nie sagen. Auf jeden Fall, ein Video hat diese Woche eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. So viel kann man vielleicht sagen. Das kann man sagen. 55 Minuten wird da gegen die Politik, insbesondere der Unionsparteien, granted. Rezo sagt am Anfang, CDU steht bei ihm für beide Unionsparteien. Das macht am Anfang irgendwie klar. Wer ist denn eigentlich Rezo? Rezo ist 26 Jahre alt, sagt er, hat in Dortmund Informatik studiert, betreibt zwei YouTube-Kanäle, in denen er Musik macht, ein bisschen Kinderfotos zeigt, also so klassisches YouTube-Entertainment liefert. Und jetzt hat er halt sich vor der Europawahl vorgenommen, sich mal die CDU genauer anzusehen, und das hat er gemacht, und zwar sehr intensiv. Also in Interviews sagt er, er hat halt mehrere Wochen an diesem Video gearbeitet, 55 Minuten, wie gesagt, viele Seiten Hinweise, Literaturlisten, Quellenangaben. Er hat das auch mehrmals umgeschnitten. Er hat es Vater und Freunden wohl vorgespielt, gab Feedback, haben sie umgeschnitten. Er hat bewusst keine Werbung reingemacht. Das Ding hat jetzt 9 Millionen. Ja, das ist ein Punkt. Da muss man noch einen Satz zu sagen. Das mit der Werbung ist ganz zentral. Denn Rezo lebt ja von YouTube-Werbung. Also normalerweise schaltet er eben rund um seine Videos Werbung, und die generiert sein Einkommen. Der lebt davon. Und jetzt kann man in YouTube an- und abschalten. Genau. Und jetzt hat der Mann 2 Wochen lang kein anderes Video produziert, sondern sich auf dieses Video zum Thema, insbesondere CDU, wobei man sagen muss, die SPD kriegt auch massiv ihr Fett weg, hat er sich auf dieses Video konzentriert. Das heißt, er hat im Grunde 2 Wochen weitgehend auf Einnahmen verzichtet, um dieses Video machen. Und das Ding ist ein echter Hit, 9 Millionen Zuschauer, last time we checked. Und das ist schon massentauglich. Ne? Tagesschau kriegt auch irgendwie 9 Millionen in der Hauptausgabe, Anne Will kriegt die Hälfte oder ein Drittel. Nee, im Schnitt 3,5 Millionen. Also, in der Spitze mal, wenn Greta zu Besuch ist, bis 4. Bis 4, ne? Aber das sind so die Größenordnungen, von denen wir hier reden. Und interessant finde ich nämlich auch, dass er, also wenn man einen YouTube-Kanal betreibt und quasi in hinten reingucken kann in die Analysen, wer guckt denn das eigentlich, dann schmeißt YouTube da einem relativ genaue Zahlen raus. Und er hat in einem Interview gesagt, dass die Hälfte dieser Zuschauer, die das Video gesehen haben, da hat er allerdings noch weniger Zuschauer, da stand er, glaube ich, bei 3 Millionen, dass die Hälfte zwischen 18 und 24 ist. Zwischen 18 und 24 Jahren, nur 11% sind minderjährig und das letzte Drittel also älter als 24. Also das heißt, es ist alles andere als ein Kinderkanal, sondern da junge Erwachsene. Sagen wir mal, das ist so das Massenmedium der unter 30-Jährigen, und die wesentlichen Inhalte, muss man glaube ich auch mal dazu sagen. Also das Video hat ganz deutliche Schwerpunkte. Es geht los mit der sozialen Spaltung in Deutschland, der sogenannten Schere zwischen Arm und Reich. Da rechnet er vor, dass die sich in Deutschland massiv vertieft habe. Dann kommt er zu seinem Schwerpunktthema, nämlich Umweltpolitik, insbesondere dem Klimawandel. Also dass aus seiner Sicht nicht genug getan wird gegen CO2-Emissionen. Und dann gibt es noch so ein kleines Einsprengsel, wo er versucht, die Inkompetenz des CDU-Spitzenpersonals darzustellen. Sollen wir denn einfach mal einen Sound spielen aus dem Stück? Ja, das würde ich vorschlagen. Genau. Das ist so ein Sound, der jetzt kommt, der so ein bisschen auf, da geht es um das Thema Klimapolitik, die Frage also, sollte man was tun gegen CO2-Emissionen, und dann kommt so ein kleiner Rant, wo er so abgeht. So ein Gefühl dafür kriegt, was das für ein Video ist. Okay, kurz, ich muss das kurz rauslassen. Kurz ein persönlicher Rant mal neben den Fakten. Sich selbst Ziele setzen und nicht einhalten, was das denn für ein inkompetenter Shit. Wenn das meine Angestellten wären, ich würde die sofort rausschmeißen. Ziele setzen und nicht einhalten ist doch kein Verhalten für eine fucking Bundesregierung. Ziele setzen und nicht einhalten ist was für Leute, die abnehmen wollen. Für so Weight Watchers Kunden oder so. Ups, ich habe heute wieder meine Kalorien überzogen. Ziele setzen und nicht einhalten ist was, was wir alle an Silvester machen. Da ist das nicht schlimm. Aber dafür brauche ich doch nicht jemanden bezahlen. Digi, jeder kann sich unverbindlich Ziele setzen und die dann nicht einhalten. Das ist keine Kunst. Die Bundesregierung hätte die Möglichkeit, auch feste Gesetze zu machen. Die hätte die Möglichkeit, ein Gesetz zu machen, das sagt, ab dem und dem Jahr darf Kohlekraftwerk nicht mehr sein. Das ist dann so, daran muss man sich halten. Macht sie aber nicht. Stattdessen sind sie halt Fan davon, irgendwelche unverbindlichen Ziele in den Raum zu schmeißen und zu sagen, ja, bisher halten wir die nicht ein. Brauchst du ja auch nicht einhalten, ist jetzt nicht zwingend notwendig. Aber wäre mal ganz geil. Geht ja nur um unsere fucking Zukunft.
So, da muss man sagen, da regt er sich halt wahnsinnig auf. Applaus, gerne, nehmen wir mit auf. Schöne Grüße an Rezo. Da regt er sich natürlich auf, aber man muss schon sagen, dass dieses Video eben auch sehr faktengeschwängert ist. Ja? Das ist also wirklich vielleicht so der emotionalste Teil. Ne? Deswegen ist es vielleicht auch nicht so ganz repräsentativ. Also man hört so ein bisschen den Klang, aber ansonsten kommen deutlich mehr Fakten. Und was ich zum Beispiel beeindruckend finde, er blendet dauernd unten so quasi Fußnoten ein. Ja? Also dann so man sieht dann so die Nummer oder so ein Kürzel für die Quelle und dann kann man in diesem Quellenverzeichnis nachlesen, woher er welche Informationen hat. Genau. Und sein Argument ist natürlich, so Union, SPD, mehr oder weniger in den letzten 30 Jahren an der Macht und er zieht dann halt so eine Bilanz wirklich über die gesamten Politikfelder hinweg und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Mai ist halt ein besonderer Sound und hier und da, aber ich glaube, wir müssen festhalten, bisher hat man ihm keine, also die Frage, die man, finde ich, an sowas stellen muss, ist erstens, macht er sich strafbar? Beleidigt er jemanden? Nein. Tut er nicht? Nein. Verbreitet er falsche Tatsachenbehauptungen? Nein. Soweit wir bislang soweit wir wissen, nicht, bisher ja, nicht. Genau. Sondern er hat sehr, sehr aufwendig eine irre Literaturliste mit Quellen zusammengestellt, auf die er sich bezieht. Die verlinken wir auch. Das ist ein Google-Doc, hat er auch verlinkt. Könnt ihr bei uns in den Shownotes. Also man muss natürlich sehen, es gibt schon Dinge, die er, sagen wir mal, etwas schlichter darstellt, als sie in der Realität sind. Also hast du schon mal einen Kommentar in den Tagesthemen gesehen? Ja, da wird es auch ganz schön zugespitzt. Ja? Also, ja. Also mein Argument, ja, er spitzt zu, ja, er regt sich auf, ja, er sortiert die Fakten so, dass sie für seine Argumentation passen, aber das nennt man eine Meinungsäußerung. Zeig mir eine Parteitagsrede, einen Tagesschau-Kommentar, einen Zeitungskommentar, Rede im Bundestag, die so aufwendig durchrecherchiert wurde und mit so viel Mühe zusammengetragen wurde, um einen Punkt zu machen. Ja. Wie dieses Video. Da denke ich auch, kann man im Grunde nicht viel zu sagen. Also ich meine, ja, Punkt. So, und mehr kann man dazu nicht sagen. Also wenn man sich darüber aufregt, ja, was Propaganda und Meinungsmache und so. Ja, wir leben in einer liberalen Gesellschaft, in der die Meinungsfreiheit herrscht. Und das Schöne daran ist, dass sich ein 26-jähriger Student vor seine Kamera setzen kann, 2-3 Wochen investieren kann und der Union und der SPD ein 30-jähriges Schulzeugnis ausstellen kann, was durchrecherchiert ist, fundiert, mit Liste. Hast du jemals zu einem Kommentar in den Tagesthemen eine Literaturliste gesehen? Nee, gibt's nicht. Also wir versuchen das ja bei der Lage mit unseren Shownotes, wir versuchen ja unsere Quellen aufzulisten, aber im öffentlich-rechtlichen Rundfunk siehst du das in aller Regel nicht. Und wo du jetzt so schön sagst, Schulzeugnis über die letzten 30 Jahre und da ist seine Note ganz klar, setzen 6. Ja. Ja, oder nach Hause gehen. Ja, geh doch nach Hause, genau. Ja. Und man muss ganz deutlich sagen, er steht auch nicht ganz alleine. Man sieht an diesem Beispiel, finde ich, so, dass die Massenmedien der unter 30-Jährigen einfach ihre Macht hier mal sehr deutlich zeigen oder ihren Einfluss dokumentieren. Ne? Und man kann es so lesen, dass Jugendliche sich oder Menschen bis 30 sich eben häufig politisch marginalisiert sehen. Ja, das zeichnet ja auch die Fridays for Future-Bewegung aus, dass da junge Menschen sagen, jetzt reicht's uns einfach mal, jetzt stehe ich einfach mal auf. Ich habe gerade die Tage jetzt noch ein Video gesehen von einer Demonstration in Köln vor einigen Tagen, wo ein 14-Jähriger, glaube ich, gesprochen hat, der sagt, na, wer jetzt immer noch weitermacht mit diesem Klimawandel, der muss sich als Mörderin bezeichnen lassen. Ja, da kann man natürlich sagen, steile These, aber das macht immerhin mal deutlich, dass es einfach dieser Generation mal reicht. Ja? Genau. Das ist einer der Aktivisten von Fridays for Future und in Köln. Und deswegen haben sich jetzt wahrscheinlich auch so viele YouTuber mit ihm solidarisiert, denn er steht auch da nicht alleine. Ne? Mehr als 90 YouTuber haben im Grunde so die YouTube-Version eines offenen Briefs unterschrieben. Ja, ja? Oder ja. Das ist ja in Deutschland ein bisschen unüblich, dass Medien Wahlempfehlungen geben, aber in den USA ist das durchaus total normal. Viele Zeitungen machen das und natürlich machen das auch die deutschen YouTuber. Wir spielen einen Ausschnitt. In jedem Fall müssen wir dafür sorgen, dass Parteien einen Anreiz haben, im Sinne der Wissenschaft zu handeln. Und der offensichtliche Anreiz, den wir schaffen können, ist, dass sie bei den Wahlen Stimmen verlieren. Denn nur dann hätten sie einen Grund, ihr Verhalten zu verändern. Und daher bitten wir euch alle, wählt nicht die CDU, wählt nicht die CSU und wählt nicht die SPD. Wählt auch keine andere Partei, die so wenig im Sinne von Logik und der Wissenschaft handelt und nach dem wissenschaftlichen Konsens mit ihrem Kurs unsere Zukunft zerstört. Und wählt schon gar nicht die AfD, die diesen Konsens sogar leugnet. Hier geht es nicht um verschiedene legitime politische Meinungen. Es geht um die unwiderlegbare Notwendigkeit, alles dafür zu tun, den Kurs so schnell wie möglich drastisch zu verändern. Also hier geht es um die Klimakatastrophe, wie man leicht feststellen konnte. Also ich finde, in dieser Summe, ja, du hast
hast die Fridays for Future, du hast diese ganzen Demonstrationen, die Leute gehen auf die Straße, du hast diese, sagen wir mal, Massenmedien, ja, das sind ja auch die großen deutschen YouTuber und YouTuberinnen gewesen, die sich da zu Wort gemeldet haben. Du hast 9 Millionen Klicks alleine für so ein Video auf die gegen die Union. Und das zeigt einfach, glaube ich, dass sich da eine Generation zu Wort meldet. Da meldet sich eine Generation zu Wort, die wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht das Gefühl hat, dass sie bislang vergleichsweise wenig Einfluss hat, aus unterschiedlichen Gründen, ja. Aber wenn man sich zum Beispiel mit, ich sag jetzt mal, Basis-Sozialdemokraten unterhält in der Altersgruppe, dann ist da ein unfassbares Frustpotenzial auch, weil man einfach das Gefühl hat, dass man in dieser Partei dann auch nicht so wirklich seine Meinung, also man kann seine Meinung sagen, aber es interessiert halt irgendwie keinen. Und da fand ich zum Beispiel sehr interessant, was ein relativ junger, wobei er auch schon Anfang 30 ist, Sozialdemokrat aus Berlin heute auf Twitter geschrieben hat. Der schrieb nämlich auch, wir erleben gerade eine Aufruhr gegen die Aufmerksamkeit von rechts. Er sagte, die letzten Jahre waren von Debatten um eine restriktivere Migrationspolitik geprägt. Meine Generation, also die um die 30-Jährigen und die noch jüngere, sind aber europäisch und liberal und ihnen ist es gelungen, den Diskurs zu verschieben. Also er sagt, es ist quasi so eine Art Kontrapunkt gegen diesen Diskurs, der die letzten 3 Jahre irgendwie dominant war, wo eben rechte oder rechtsradikale Parteien versucht haben, immer nur über Migration zu sprechen. Jetzt kommen einfach andere Themen wieder auf die Agenda, die diese Generationen deutlich spannender finden. Ja, genau. Also diese Wortmelden, nicht nur Wortmelden, sondern eben auch die Schnauze voll haben von diesem Diskurs über irgendwelche Nebenthemen, sondern den Diskurs wieder verschieben auf die Hauptthemen. Haben wir in der Lage ja auch ganz häufig schon gesagt, aber das ist halt einfach jetzt noch eine ganz andere Art und Weise, das so darzustellen, wo wir natürlich sagen müssen, das ist jetzt nicht irgendwie unsere Meinung. Ne? Wir wollen uns nicht damit, wir wollen uns das nicht zu eigen machen, wir dokumentieren, was diese YouTuber Ich finde das als Phänomen sehr, sehr interessant. Ich finde das wichtig, weil wir hier irgendwie jetzt keinen Wahlkampf machen. Nein, wir machen keinen Wahlkampf, sondern wir dokumentieren, was da passiert und in welche Richtung sich da, sagen wir mal, die öffentlichen Äußerungen dieser Generation bewegen. Genau. Ja, und das ist eben das Schöne auch am Internet. Ne? Jeder kann seine Meinung sagen. Das hat seine Schattenseiten. Wir haben über Hate Speech schon oft genug gesprochen. Gerade in der vergangenen Folge hatte ich noch einen konkreten Vorschlag gemacht, der übrigens ganz gut angekommen ist. So auf Twitter habe ich mich sehr gefreut. Ich werde das jetzt nochmal aufschreiben. In einer juristischen Fachzeitschrift kommt da in 2 Wochen oder so kommt da ein Beitrag dazu, zu diesem Thema, warum wir quasi gerichtliche Verfahren brauchen, um Twitter-Accounts zu sperren. Aber das sind so die Schattenseiten. Aber das Schöne am Internet ist eben, jeder kann seine Meinung sagen. Er braucht im Grunde nicht viel mehr als eine Handykamera und ein vernünftiges Mikrofon. Und außerdem, und das finde ich, sollte man bei dieser Gelegenheit auch nochmal erwähnen, wir haben eben auch diese Meinungsfreiheit als Rechtsinstitut, als Grundrecht, dass man seine Meinung tatsächlich frei sagen kann, ja. Also Rezo muss jetzt nicht fürchten, dass ihn die CDU mal eben abholen lässt, ja. Wenn er was Vergleichbares in Istanbul gemacht hätte, dann säße er natürlich längst in irgendeinem Geheimdienstknast und das ist wiederum keine Selbstverständlichkeit, ja. Das verdanken wir dem Grundgesetz und den darin garantierten Grundrechten und das wurde diese Woche, darauf möchten wir hinweisen, auch gefeiert, ne? Das Grundgesetz wurde 70 Jahre alt. Die GFF, deren Vorsitzender ich ja bin, hat zur Bedeutung oder auch zur Würdigung des Grundgesetzes und zur aktuellen Herausforderung am Donnerstag eine Konferenz am Brandenburger Tor veranstaltet. Wenn sich dafür interessiert, gibt bald auch Videos online, verlinken wir. Also das finde ich schon auch nochmal der Erwähnung wert. Das Grundgesetz hatte Geburtstag und es ist, denke ich, im Großen und Ganzen eine Erfolgsgeschichte. Ne? Es muss verteidigt werden, klar. Auch die Meinungsfreiheit verteidigt sich nicht von alleine. Da muss man auch manchmal kämpfen, bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Aber es ist einfach großartig, dass wir überhaupt diese Grundrechte haben. Und die CDU hätte eigentlich mitfeiern können. Ne? Die hätte ja sagen können, Mensch, da ist jetzt jemand, der nimmt sich 2-3 Wochen Zeit, um sich mit unserem Programm zu beschäftigen. Der setzt sich damit auseinander. Na, Programm ja nicht. Der will ja eben gerade nicht Sprüche. Ja. Der guckt ja auf die Tat. Ja, das ist gut. Ja, das okay, Problem. Aber mit unserer Politik, nicht das Programm, ist ja aus aber Sicht der mit Union der Politik. Das Problem. Ja, aber wenn du die ganze Zeit dich beschwerst darüber, dass Leute angeblich sich nicht mehr für Politik interessieren und die Parteien veralten etc. pp. Und da meldet sich jemand und gibt sich solche Mühe, ein solch, sagen wir mal, wohl recherchiertes und sorgsames Ding da ins Netz zu stellen, dann könnte man als CDU hingehen, ja, und sagen, okay, wir atmen einmal durch und dann reden wir mit dir über deine Punkte. In welcher Form? Das kann man sehen, ob man den einlädt, ob man das in seinem YouTube-Kanal macht oder so. Egal. Ja. Ja. Aber alles, was der CDU einfällt, ist
ihre Wunderwaffe ins Rennen zu schicken. Philipp Amthor. Ja. Ja, anzurufen. Auch 26. Auch 26. Ja. Man denkt das nicht. Ja. Ja. Aber wir haben das mal recherchiert. 26, wir brauchen auch was mit 26. So, ja. Wo ist der Mann? Und, Philipp, komm, und dann angeblich, wir wissen es nicht, aber angeblich haben sie ein Video gedreht und das dann nicht veröffentlicht. Das ist im Giftschrank gelandet. Und stattdessen veröffentlichen sie... Haltet euch fest, das ist wirklich so geil. Ein 11-seitiges PDF. Und stellen das ins Internet. Eng bedruckt. Keine Grafiken. Man nennt das in der Fachsprache eine Bleiwüste, ja? Und mal ganz ehrlich, das liest halt niemand. Und vor allem lesen das exakt 0% derjenigen, die das Rezo-Video gesehen haben. Ich würde mal sagen, das ist richtig großartig. Ja, Johnny Häusler hat schon gefragt, kennt jemand die Downloadzahlen von diesem PDF? So. Ja, so. 3 Millionen Retweets. So. Genau. Ja, ich würde das schätzen, so im kleinen fünfstelligen Bereich, also weil natürlich alle Journalistinnen und Journalisten in Deutschland das lesen müssen. Fast noch interessanter als hilft das ja Video als mit Paul Amthor. Ne? Genau. Ja. So genau. Also. Und dann ne, Paul Ziemiak von der Jungen Union wirft ihm dann falsch. Nix da, Jungen Union, der war Jungen Union. Der ist Generalsekretär. Der ist Generalsekretär, hat auch so eine Raketenkarriere gemacht. Genau. Ja. Also, und er sagt, er ist vereinfacht und pipapo. Und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer macht sich lustig. Zitat, ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich auch noch verantwortlich sind für die 7 Plagen, die es damals in Ägypten gab. Also, das finde ich auch so lustig, weil das so wunderschön auf die Zielgruppe gemünzt ist, ne? So ein Bibelzitat. Ja, da fühlt sich, ja. Das ist einfach so 1:0 für AKK. Genau. Ja. Kinder, fürchtet euch nicht. Ja. Ne? Oder wunderschön, du hast es im Grunde eben schon gesagt, Paul Ziemiaks Vorwurf war, der YouTuber habe keine Hemmungen, Dinge im Internet einfacher darzustellen, als sie tatsächlich sind. Ja, genau. Also, großartig. Gut. Also das war jetzt irgendwie alles in allem nicht so irre souverän. Nein, das war totaler Quark. Das war eine total verschenkte Möglichkeit. Da sind die alle hyperventilierend durch die Gegend gelaufen, statt einmal zu sagen, Leute, lass den Jungen noch wütend sein. Das ist sein gutes Recht. Das ist eine. Also die nächste Frage wäre gewesen: Inszeniert er seine Wut? Ja, dann hätte man ihm vorwerfen können: Mach nicht so ein Theater. Aber ich glaube, der war ernsthaft sauer. Und das haben wir auch damals in unserer Einführung in die Küchenpsychologie gesagt, als diese Frau in Dresden oder Leipzig ausgetickt ist und mit dem irgendwie Politiker aus Leipzig wütend gesprochen hat. Wenn jemand wütend ist, dann ist das sein gutes Recht und dann ist das seine Wahrnehmung auf der Welt. Und dann kann man nicht sagen, du bist doof oder sei nicht wütend, sondern da muss man durchatmen und versuchen, mit ihm über die Inhalte zu reden. Ja, genauso wie der Konrad in Köln, ne? Dieser 14-Jährige von Fridays for Future, der da auf dieser Demo gesprochen hat. Natürlich war der total aufgeregt, aber vor allem war der total wütend. Das guckt man dem an. Und also lohnt sich, schaut euch das mal an. Auf Wut heißt, weißt du, du willst was, du willst was erreichen und es gelingt nicht und du fühlst dich machtlos, du fühlst dich ohnmächtig, dann bist du wütend. Und wenn diese Leute sich so fühlen, dann ist es die Aufgabe von Parteien hinzugehen und ihnen zu zeigen, wo sie mit ihrer politischen Energie hin können. Ja, ja. Das ist die Chance, besser zu werden. Ja. Das ist das, also wir haben eben den Yannick Hahn ja zitiert, diesen Berliner Sozi, und haben einen Tweet von ihm zitiert, aber er hat quasi in so eine ganze Folge von Tweets und daneben hat er nämlich auch gesagt, klar, also meine Partei, die SPD, kommt zwar wahnsinnig schlecht weg in diesem Video, aber da soll man jetzt nicht rumjammern, sondern das soll man als Chance sehen, besser zu werden, meine Güte. Und das verstehe ich. Ich meine, sie haben jetzt, es gab Gesprächsangebote an Rezo von der Union, bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber der öffentliche Effekt ist verheerend. Ja? Der ist jetzt weg und der ist verpustet und das haben sie in Sumpf gefahren. Da kann man nur hoffen, dass sie daraus lernen, dass wenn das nächste Mal passiert, dass sie da erwachsener, abgeklärter, inhaltlicher, besser und souveräner reagieren. Ja. Womit wir dann zum nächsten Thema kommen. Apropos souverän reagieren, wir bleiben bei Twitter. Wir bleiben bei der CDU. Nico Semsrott hat nämlich auch was geschrieben in diesem Internet. Er schrieb nämlich so schön, der YouTube-Kanal der Union ist voller Mitschnitte aus den öffentlich-rechtlichen Fernsehprogrammen. Sind die Raubkopien der selbsternannten Urheberrechtspartei eigentlich mit euch abgesprochen, das Erste und ZDF? Also, was hat die Union gemacht? Die haben Schnipsel genommen von irgendwie 8 Sekunden, 10 Sekunden, 40 Sekunden aus Diskussionen ihrer Vertreter in öffentlich-rechtlichen Medien, in den Talkshows etc. und haben das halt in ihren YouTube-Kanal gestellt. Mhm, genau. Und dann geht Semsrott halt von der Satirepartei Die Partei, weist halt darauf hin, dürft ihr das eigentlich, dürft ihr wahrscheinlich nicht,
ZDF, ARD, was sagt ihr denn? Deswegen nennt er das Raubkopien. ZDF, ja. ARD sagen, oh ja, haben wir auch schon gesehen, aber ehrlich gesagt, ja, wir prüfen das mal und so, mal gucken. Also dazu muss man sagen, wenn man sich ein bisschen auf YouTube auskennt, also ARD und ZDF lassen das total laufen. Ne? Also sie stellen ja, das nicht selber voll, ein auf YouTube, ja. Aber YouTube ist voll mit Videos, die aus öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten stammen und ich kann nur sagen, danke, ja, Gott sei Dank, denn da sind die Sachen teilweise auch dann noch drin, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sie leider depublizieren müssen, weil die ja nach einer bestimmten Zeit leider immer noch löschen müssen. Und die Übermedien, also ein lesenswertes Internet-Blog, ja. Medienkritisches Blog, ja. Genau, die haben halt nachgefragt bei ARD und ZDF und die haben dann so gesagt, ja, wussten wir nicht, wir gucken uns das mal an, aber ehrlich gesagt, ja, so richtig nachgebohrt hat da auch keiner. Die CDU hat dann die fraglichen Videos, also wohl mehr als 30, gelöscht und irgendwie eine veröffentlicht oder an Übermedien unter anderem ein Zitat geschickt, wo drin stand, durch einen Hinweis auf Twitter wurden wir darauf aufmerksam, dass die Videos irrtümlich auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht wurden. Also da ist jemand mausgerutscht quasi. Ja. Der Praktikant war es. Ist mausgerutscht. Genau. Ja. Also das ist so der Klassiker. Also das, wo ich auch wieder sage, Leute. Dann das, steht halt dazu. Der Punkt ist doch hier ein ganz anderer. Man kann sich jetzt wahnsinnig drüber lustig machen, dass die Urheberrechts Partei, CDU, das Urheberrecht verletzt aus Nichtwissen und Pipapo und ausgerechnet in ihrem Parteikanal veröffentlichen sie urheberrechtlich geschütztes Material ohne Erlaubnis und so und dann reagieren die so. Der Punkt ist doch ein anderer und wir sind ja hier das ein Organ für charakterbildende Mentalübungen und jetzt machen wir nämlich mal eine und quasi, zwar Charakter-Yoga. Ja, wir machen Charakter-Yoga und es ist keine einfache Übung, das gebe ich zu. Wir üben jetzt nämlich mal Dankbarkeit gegenüber der CDU. Ich finde das nämlich genau was richtig, was Sie gesagt haben. Möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Nicht, dass Sie es gelöscht haben, ja, aber dass Sie die Sachen erstmal eingestellt hatten. Das sollte eigentlich der Normalfall sein und das sollte insbesondere legal sein. Ja, das ist nämlich der entscheidende Punkt. Die CDU stellt Ausschnitte aus öffentlich-rechtlichen, gebührenfinanzierten Medien ins Internet. Mit Politikern, die wir alle gewählt haben. Da in diesen Ausschnitten waren, soweit ich das weiß, keine Rechte irgendwie großartig Dritter involviert. Irgendwelche Schauspieler, große Musik, was das dann mit den Lizenzen immer so schwer macht. Das ZDF sagt, ja, könnte machen. Die ARD sagt, ja, könnt ihr machen. Es gibt keinen wirklich Geschädigten und trotzdem ist es illegal. Und die CDU hat hier auf einen so wesentlichen Punkt hingewiesen mit ihrem Irrtum, ja, nämlich die Krux unseres Urheberrechts, dass Alltagshandlungen, die niemanden stören, kriminalisiert werden. Das ist das Grundproblem unseres Urheberrechts und dafür hätte diese Reform taugen müssen und das hat die CDU mit diesen Dingen nochmal deutlich gemacht. Normalste Handlungen, die alle für gut heißen, die niemanden stören, die nur allen Positives bringen, werden kriminalisiert und illegal gemacht. Und das geht nicht. Und deswegen hätten wir diese Reform des Urheberrechts gebraucht und deswegen also eine ist andere, es, ne? Eine andere, ist sie, genau, ja. Genau, sie ist gekommen, aber deswegen ist es so tragisch, dass diese Chance, so einen offensichtlichen Unsinn, sagen wir mal, wieder gerade zu biegen, dass diese Chance vergeben wurde. Ja, also was heißt das konkret? Man hätte sich zum Beispiel vorstellen können, dass in dieser Urheberrechtsreform so eine sogenannte Fair-Use-Klausel eingebaut werden worden wäre. Das ist die Rechtslage in den Vereinigten Staaten. Wie man weiß, jetzt ein Land, in dem Urheberrechteinhaber wie zum Beispiel die Filmindustrie durchaus gewissen politischen Einfluss haben. Also ganz sicher keine linke Radikalinski-Republik, ja, diese Vereinigten Staaten. Gleichwohl gibt es dort im Urheberrecht eben diese Fair-Use-Klausel, die im Prinzip bedeutet, dass man, wenn es keine klare Lizenz gibt für eine bestimmte Nutzungshandlung, dass man dann aber noch lange nicht sagen kann, dass es illegal ist, sondern dass es eben die Möglichkeit gibt, bestimmte Dinge doch zu tun, auch ohne klare Lizenz, ja. ohne eindeutiges Recht, wenn bei einer Folgenabwägung das legitim ist. Sie haben ja auch keine ganzen Sendungen reingestellt. Oder bei einer Interessenabwägung. Ja. Genau, Sie haben so völlig in Ordnung. Zitate. So illegal. Ja, kann nicht sein. Apropos legal und illegal, Philipp, wir müssen kurz noch Bilanz ziehen nach einem Jahr in Kraft sein der Datenschutzgrundverordnung. Ja, genau, die ist jetzt ja seit einem Jahr in Kraft. Wir haben viel darüber geredet, gehen jetzt also noch nicht voll mal in Kraft. Ne? Teile waren schon früher. Aber in Kraft, also die wurde scharf geschaltet. Genau, scharf geschaltet. Soll bedeuten, insbesondere die Bußgeld-Tatbestände sind jetzt in Kraft. Genau, also wir wollen jetzt nicht nochmal konkret auf die Details eingehen. Nee, viele wissen, wir haben mehr Rechten, die Firmen haben mehr Pflichten und
Ich habe einfach mal ein paar Leute gefragt, weil mich das auch interessiert hat, wie ist denn jetzt so die Bilanz? Da gab es ja so diverse Befürchtungen und so, und unter anderem habe ich eben Stefan Brink, wo ich ihn schon mal in meinem Carsharing-Auto sitzen hatte, gefragt, wie sieht denn das so aus? Welche Bilanz ziehen Sie denn nach einem Jahr Datenschutzgrundverordnung, weil er ja Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg ist? Carsharing-Auto, Philipp, in deinem mobilen Studio. Framing, ja. Hallo. Na gut. Jedenfalls habe ich ihn da gefragt, wie sieht's denn aus? Und er sagt, naja, eigentlich ganz gut bisher, also vor der Datenschutzgrundverordnung haben sich ungefähr ein Drittel der Unternehmen für Datenschutz interessiert und jetzt sind es ein paar mehr. Inzwischen, seit dem Mai 2018, stellen wir fest, dass sich diese Zahl der Unternehmen, die erkennbare Anstrengungen unternommen hat, verdoppelt hat. Jetzt haben wir zwei Drittel der Unternehmen erreicht mit dem Thema Datenschutz. Es geht nicht darum, dass das perfekt wäre, was dort stattfindet, aber man sieht deutlich, da gibt es Fortschritte und das ist super. Und was eben ganz besonders gut wirkt, sind eben diese enorm hohen Sanktionen. Also er selber ist ja sowas wie Deutschlands Bußgeldweltmeister, was das angeht. Einer der, also er ist ein, sagen wir so, er ist in, hat in seiner Behörde eine Bußgeldstelle aufgebaut oder jedenfalls sehr deutlich ausgebaut, aber auch mit Unterstützung der Regierungsfraktionen im Landtag in Stuttgart, ja, muss man sagen. Also das ist nicht jetzt irgendwie sein Alleingang, sondern hat dafür auch neue Stellen eingeworben und bekommen und er kümmert sich um eine möglichst effektive Durchsetzung dieser neuen Rechtsgrundlagen. Ja. Die DSGVO hat massiv gewirkt durch ihre wirklich brutalen Sanktionsandrohungen. Also er hat auch zweimal, glaube ich, Bußgelder von 80.000 oder 50 und 80.000 Euro oder sowas verhängt, also sowas in der Größenordnung, weil Unternehmen irgendwie Gesundheitsdaten ins Internet geschüttet haben und so. Insgesamt wurden ja bisher, hat die Welt rausgefunden, so eine knappe halbe Million an Bußgeldern verhängt durch die DSGVO. Vielleicht noch im Ohr der Fall knuddels.de, die hatten irgendwie Passwörter auf eine haarsträubend schlechte Weise gesichert und das gab dann eben auch richtig Bums. Genau. Die Unternehmen, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, die haben eine Umfrage gemacht unter 4.500 Unternehmen, wie die das so finden. Und da war die Bilanz eher so ein bisschen durchwachsen. Da haben 80% ungefähr dieser Unternehmen gesagt, ja, wir finden das im Prinzip schon okay, aber generell ist das zu teuer und zu viel Bürokratie. Das sagen auch Verbraucher, Datenschützer, dass sie sagen, ja, viele Handwerker, Vereine, für die ist das einfach ein bisschen zu komplex. Man muss Handwerker und mittelständische und kleine Betriebe irgendwie anders behandeln als Facebook. Da könnte man sozusagen noch was nacharbeiten. Ich habe aber auch mit Verbraucherschützern gesprochen, also um so ein bisschen zu gucken, wie ist denn so die Perspektive der Verbraucher und Verbraucherinnen. Da habe ich gesprochen mit Florian Glatzer. Er ist halt von der Verbraucherzentrale Bundesverband, diesem Verband mit dem schrecklichen Namen, aber einer wichtigen Aufgabe. VZBV, also sozusagen der wichtigste Verbraucherschutzverband in Deutschland. Und Glatzer sagt, DSGVO im Prinzip gut, weil vor allen Dingen das Bewusstsein der Leute gestiegen ist. Also die kennen jetzt ihre Rechte, sie wissen, dass sie Rechte haben, sie klagen die auch ein, da gehen halt immer mehr Beschwerden auch bei Behörden ein, vor allen Dingen so wegen illegaler Werbe-E-Mails und Werbeanrufe vor allen Dingen auch, aber Videoüberwachung spielt auch eine große Rolle. Aber, sagt er, die Behörden, die das kontrollieren sollen, die hätten zwar mehr Befugnisse, mehr Macht und mehr Aufgaben bekommen, aber nicht ausreichend mehr Personal. Die Aufsichtsbehörden kommen deswegen derzeit kaum hinterher, dieser Anfragenflut irgendwie Herr zu werden. Und es gibt teilweise auch Aufsichtsbehörden, die zum Beispiel die Beratung für Unternehmen inzwischen ganz eingestellt haben. Und das ist, denke ich, überhaupt gar keine gute Entwicklung. Wir wollen Aufsichtsbehörden, die Unternehmen beraten können. Wir wollen Aufsichtsbehörden, die auf Beschwerden von Verbrauchern tätig werden können. Und wir wollen Aufsichtsbehörden, die auch vielleicht mal anlasslos Unternehmen kontrollieren können. Aber da fehlt es derzeit an der Ausstattung. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man dringend nachbessern müsste. Ja, das, glaube ich, kann man so als Bilanz mal stehen lassen. Ja, also, das ist aber natürlich auch sehr. Ich finde, an der Stelle sollte man aber nicht dabei stehen bleiben zu sagen, gibt es ein Defizit, sondern man sollte auch klar sagen, dass dieses Defizit in verschiedenen Ländern, also Bundesländern in Deutschland sehr unterschiedlich groß ist. Es gibt also Datenschutzbehörden wie zum Beispiel die in Baden-Württemberg, die inzwischen sehr gut ausgestattet worden sind, die das sehr effektiv tun. Natürlich kann man sich das immer noch besser vorstellen, aber da ist eine Menge passiert. Aber es gibt natürlich auch andere, die entweder da weniger Engagement gezeigt haben oder wo keine Stellen geschaffen wurden oder gar beides. Insofern denke ich, muss man so sagen, das hängt eben sehr von der Person des Datenschutzbeauftragten ab, aber es hängt auch von den Landesparlamenten ab, wie viel Personal die einfach investieren, ja, für eine effektive Durchsetzung. Es gibt natürlich auch Bundesländer, die das im Grunde als so eine Art Wirtschaftsförderung verstehen, wenn der Datenschutzbeauftragte zahnlos ist. Ja. Nächstes Thema.
Nächstes Thema, Blick nach Karlsruhe. Da gab es in dieser Woche gleich zwei interessante Entscheidungen. Eine werden wir nur ganz kurz erwähnen, aber eine fanden wir wirklich spannend, weil sie so schön anknüpft an ein Thema, das wir in der Lage schon ganz häufig hatten, nämlich die gegenwärtige Wohnungsnot in vielen Bereichen Deutschlands. Und da hat der Bundesgerichtshof zwei im Grunde interessante Entscheidungen getroffen, die die Rechtsposition von Mieterinnen und Mietern weiter verschlechtern. In zwei geht es dieses Mal um solche, denen wegen Eigenbedarfs gekündigt wurde. Zum Hintergrund, Mietverhältnisse über Wohnraum können Vermieter nicht einfach so kündigen, sondern sie brauchen ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses. Und ein in der Praxis besonders wichtiger Grund ist eben der sogenannte Eigenbedarf. Den kennen wir als Schlagwort, denke ich, alle. Ja, da heißt es so schön in § 573 Absatz 2 Nummer 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Das ist allerdings nicht das letzte Wort, wenn ein solcher Kündigungsgrund besteht, denn ein Mieter oder eine Mieterin kann einer solchen Kündigung widersprechen. Das sagt § 574 Absatz 1 BGB. Wenn die Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter, seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist. Einerseits Kündigungsrecht wegen Eigenbedarfs, andererseits Härte für den Mieter oder die Familie oder andere Angehörige. So. Und da gibt es natürlich so jetzt ganz typische Fälle von Widersprüchen, Philipp, die ganz häufig die Gerichte beschäftigen. Ja, ich musste hier gerade kurz was machen. Ach, sorry. Sag mir mal, welche Widersprüche geht es denn da? Ja, genau. Also ganz typisch sind ältere oder sehr alte Mieterinnen. Ja, sehr lange Mietdauer oder eine entsprechend sehr, sehr günstige Miete, ja, wo völlig klar ist, zu diesem Preis findet man weit und breit keine neue Wohnung mehr. Und der BGH hat sich jetzt eben der Frage ist der Frage nachgegangen, was eine solche Härte tatsächlich ist und vor allem, wie detailliert die Gerichte diese Härte aufklären müssen. Ja, das, die Frage, ist das jetzt eine Härte, landet immer wieder vor Gericht. Und vor dem BGH ist jetzt insbesondere waren jetzt zwei Fälle, aber insbesondere einer hat einen sehr spannenden Sachverhalt, weil das so eine Art Klassiker ist. Genau, und das ist eine 82 Jahre alte Frau gewesen, dement, also kann sich auch schlecht an Neues gewöhnen und ist seit 1974 in ihrer Wohnung gewesen und der Vermieter hat die Wohnung 2015 gekauft und zwar mit Oma. Ja. Also die wohnte da drin in der Wohnung, als er sie gekauft hat und nun soll sie raus, weil angeblich selbst er da mit Frau und Kindern einziehen will und das Gericht hat gesagt, die Frau muss nicht ausziehen. Genau, das war also die Entscheidung, das war ein Fall aus Berlin in diesem Fall. Amtsgericht und Landgericht Berlin hatten gesagt, die muss nicht ausziehen. Härtefall. Härtefall, genau. Und der BGH sagt jetzt, so einfach ist das nicht. Denn auf beiden Seiten geht es um Grundrechte. Beim Vermieter geht es ums Eigentum und bei der Mieterin geht es in diesem Fall vor allem um ihre Gesundheit. Und deswegen sagt der BGH, wir brauchen eine besonders sorgfältige Prüfung und Abwägung. Aber, und jetzt wird es spannend, also das Prüfen, Abwägen, immer gut, aber er sagt auch, Fallgruppen lassen sich nicht bilden. Insbesondere kann man nicht die Fallgruppe bilden, alte Mieter, kranke Mieter, demente Mieter oder Mieter, die besonders lange drin sitzen, darf man nicht kündigen oder die können sich generell auf eine Härte berufen. Kündigen darf man natürlich immer, aber wenn die können sich ja vielleicht auf eine Härte berufen können, sagt der BGH, nein, so einfach ist das nicht. Da muss immer im Detail abgewogen werden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Entscheidung hinterlässt bei mir einen ganz bitteren Nachteil. Also das heißt, du musst quasi, wenn jemand Eigenbedarf anmeldet, dann musst du im Einzelfall gucken, ob das eine Härte ist und einfach zu sagen, nee, ist schon so alt oder wohnt da schon so lange, das reicht nicht, sondern du musst irgendwie eine sehr konkrete Folge dieses potenziellen Umzugs nachweisen. Du musst also in der Regel dann wohl ein Sachverständigengutachten einholen, wo, keine Ahnung, ein Neurologe oder ein Psychiater sagt, also wenn Oma jetzt umziehen muss, dann tut sie sich was an. Also ich denke halt, also das ist ja auch ein Interesse der Eigentümer. Ne? Die haben natürlich, wenn sie das Ding kaufen, auch ein Recht, irgendwie schon auch in dieser Immobilie zu wohnen. Ich denke, könnte mir nur vorstellen, das ist so ein bisschen wie beim alten Fahrrad auf eBay, gekauft wie gesehen. Wenn du die Wohnung kaufst mit der Oma drin, dann kaufst du die Wohnung mit der Oma drin. Das Ding wird ja auch ein bisschen billiger, weil die Oma da drin ist. Das wird massiv billiger, das kostet im Zweifel nur zwei Drittel oder sogar nur die Hälfte. So, deswegen, weil das eben so schwer ist, da die Miete rauszukriegen oder die Miete einfach zu erhöhen. Und da würde ich sagen, naja, wenn du die Wohnung so kaufst und du siehst, da ist die Oma drin, dann hast du die Oma halt gekauft. Ich denke auch. Also deswegen denke ich auch, also das...
Ja, also das ist genau der Gedanke, den ich hatte. Also der BGH, man muss sagen, die vollständigen Urteilsgründe sind noch nicht veröffentlicht, sondern da gibt es bislang nur eine Pressemitteilung. Wenn man diese Pressemitteilung mal zugrunde legt, dann ist es so, dass der BGH diesen Punkt so mehr oder weniger vom Tisch wischt. Ja, hier klar, das ist auch kein Argument. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hat der BGH, glaube ich, eine ganze Menge an Aspekten völlig übersehen. Oder jedenfalls tauchen sie in der Pressemitteilung nicht auf. Und diese Erklärung lässt sich, glaube ich, auch nicht so richtig verstehen, wenn man diese Aspekte mitbedenkt. Also Eigenbedarf kann Menschen einfach ins Elend stürzen. Ne? Sie finden zu diesem Preis nie wieder eine Wohnung und schon mal gar nicht im alten Kiez. Das heißt also, sie müssen dann weit, weit, weit wegziehen von all ihren Freunden, Bekannten, Ärzten, Kindergärten, der Enkel weiß der Himmel was. Und vor allem führt diese BGH-Entscheidung zu viel aufwendigeren Prozessen, weil jetzt eben viel mehr Sachverständigengutachten erforderlich sind. Und das ist natürlich gerade für alte Menschen furchtbar. Stell dir das mal vor, du bist 85, sitzt in deiner Wohnung, möchtest die letzten Jahre deines Lebens in Frieden in deiner Wohnung sitzen und jetzt darfst du irgendwie alle 3 Monate in Panik irgendwie einen Anwaltsbrief öffnen und dann diesen Prozess verfolgen. Das geht ja jahrelang, das ist ja nicht in 6 Monaten passiert. Also das finde ich persönlich menschlich kaum zumutbar, also jahrelang bangen zu müssen, ob sie aus ihrer Wohnung fliegen. Na, und dann halt der Punkt, den du hier angesprochen hast, Philipp, ne? Der BGH übersieht den Kern des Problems. Die Vermieter haben diese Wohnung mit dem Mietverhältnis gekauft und deswegen wäre meine Position, dass dieses Eigentumsrecht, das sie natürlich formal erworben haben, von vornherein weit weniger schutzwürdig ist. Ne? Wenn man eben weiß, dass es da einen Mieter gibt, die Wohnung aber selbst nutzen will, ja, dann soll man eben eine andere Wohnung kaufen. Es gibt ja auch leere Wohnungen oder Neubauwohnungen. Also das hat der BGH jetzt, wie gesagt, nicht in den Blick genommen und deswegen wäre meine These, jetzt muss der Gesetzgeber ran. Ja? Dieses sich hineinkaufen in den Eigenbedarf sollte generell nicht akzeptiert werden. Wer eine Wohnung selbst vermietet hat und nun kündigen will, d'accord. Ja? Meinetwegen auch, wer eine Wohnung erbt mit einem Mietverhältnis dran, der mag sie meinethalben auch selber nutzen dürfen. Aber wer eine vermietete Wohnung kauft, der muss eben damit leben, dass sie vermietet ist. Er bekommt, wie du sagst, er bekommt die Wohnung viel billiger und er kann sich ja auch vor dem Kauf der Wohnung mit den Mietern einigen. Ja, wenn man ohnehin 200.000, 300.000, 400.000 Euro ausgibt für eine Wohnung, dann kann man ja möglicherweise auch mit den Mietern reden, zahlt ihnen eine Umzugsprämie und von, weiß ich nicht, 10.000 Euro, manche Leute zahlen auch 40.000 Euro. Und manche auch 50. Ne, also diese Prämien gehen ja ganz schön durch die Decke. Dann, klar, das ist eine Menge Geld, aber dann, wenn man ohnehin so viel Geld sich leihen muss, dann kann man das ja möglicherweise auch in diese Finanzierung irgendwie einbeziehen. Ich denke, wir brauchen einen Gesetzentwurf, der Kündigungen nach dem Hineinkaufen in den Eigenbedarf schlicht ausschließt. Und das wäre auch rechtlich relativ einfach. Ja, das ist verfassungsrechtlich völlig unproblematisch, denn es gibt eben das Eigentumsrecht auf der einen Seite, aber es gibt auch schon seit 20 Jahren eine Rechtsprechung, dass der Mieter auch ein Eigentumsrecht hat an seinem Mietverhältnis. Das heißt, also man kann nicht sagen, Eigentum steht gegen nichts, sondern Eigentum steht im Grunde gegen Eigentum. Und auch kompetenzrechtlich ist das relativ einfach, denn der Bund könnte das sogar ganz alleine machen. Ja, also da beschreibt einfach ein guter Referent im Bundesjustizministerium in ein paar Tagen einen Gesetzentwurf. Mit anderen Worten, schauen wir mal, aus meiner Sicht muss die SPD hier liefern. Es ist ja ein SPD-geführtes Haus. Was die Union davon denkt, schauen wir mal. Ja, das wage ich jetzt nicht so richtig vorherzusehen. Eigentumsrechte einschränken, das ist Spezialgebiet der Union. Schauen wir mal. Mögen die besonders gerne. Also ich lasse mich da mal überraschen, aber ich finde jedenfalls aus Sicht der SPD ist es ein totales Gewinnerthema, denn sie könnte damit soziales Profil gewinnen und sie könnte die Union wunderschön vor sich hertreiben und im nächsten Bundestagswahlkampf sagen, sie haben Angst vor Eigenbedarf, dann wählen sie SPD, dann kann sich jedenfalls niemand mehr ihre Wohnung kaufen und sie dann rausschmeißen. Also ich glaube, das wäre politisch ein echtes Gewinnerthema. Schauen wir mal, ob die SPD diese Chance nutzt. Wir kommen zum Schluss und haben noch ein kleines Thema, was uns letztes Mal sehr viel Laune bereitet hat, aber auch uns sehr viel blutige Fotos eingetragen hat. Ja, wir haben Fotos von angenagten und zerrissenen Lämmchen. Ja, das war nicht schön. Wir haben Splatterbilder bekommen. Ja. Ja, auf Twitter. Weil wir uns über den Wolf lustig gemacht haben. Und der Wolf war gar nicht so böse gemeint. War nicht böse gemeint, aber ja. Der Wolf ist halt Thema in Deutschland. Also wir haben so 600 bis 700 Wölfe, so 70 Rudel irgendwie, Pi mal Daumen. Und es werden auch mehr, die sich halt in Deutschland breit machen und die auch Schafe reißen. Das ist gar keine Frage. So. Wobei, man muss natürlich sagen, mitunter gerät der Wolf auch in Verdacht, obwohl er völlig unschuldig ist. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte gelesen hast mit dem DNA-Gutachten? Nein. Da ging es sogar, da bin ich aber nicht ganz sicher, ich meine, es war sogar ein Fall aus Baden-Württemberg, wo eine ganze Reihe von Schafen gerissen worden waren. Und natürlich kam sofort der Wolf in Verdacht. Und dann hat irgendjemand DNA-Gutachten gemacht und hat Speichelproben von den Lämmern genommen, um zu untersuchen, welches Tier für dieses Reißen verantwortlich ist. Turns out, es war ein ausgebüxter Schäferhund. Ja.
Sieht ja auch aus wie ein Wolf, so ein bisschen. Und die also der Wolf ist auch nicht an allem schuld. Der Wolf ist nicht an allem schuld. Trotzdem hat die Bundesregierung sich jetzt des Themas angenommen. Wir hatten das ja auch damals auch ins Programm genommen, weil die da einen Gesetzentwurf vorbereitet haben. Jetzt haben die diesen Gesetzentwurf im Kabinett beschlossen und an den Bundestag weitergereicht. Und wir wissen etwas mehr, was die Bundesregierung davor hat. Und zwar sieht die im Kern zwei Änderungen vor, die aber nach unserer Meinung nur der Jäger im Wolfspelz sind. Denn eigentlich geht es bei diesem Thema und bei dem Gesetz um andere Interessen als nur die Schäfchen und die Schäfer zu schützen und den Wolf abzuknallen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, da soll eine Änderung ins Bundesnaturschutzgesetz geschmuggelt werden bei Gelegenheit eines Wolfsgesetzes. Ja, genau. Und zwar fangen wir mal mit dem Wolf an. Also das Problem haben wir gesagt, da sind ja auch alle einig, da muss man auch Naturschützer und so, die sind sich einig, wir müssen irgendwie diese Probleme mit den Wölfen in den Griff kriegen, weil die halt Tiere anfallen. Wir wollen da auch sensibler werden, wir folgen jetzt verschiedenen Schäfern auf Twitter. Ist das so? Ja. Habe ich selber veranlasst. Mit unserem Lage-Account folgen wir jetzt einigen Schäfern und ich versuche auch besser zu verstehen, was die umtreibt. Okay. Ich finde, die sind auch teilweise, ist einfach wirklich interessant zu lesen, kann ich nur empfehlen. Ich habe mir auch mal die Seite des Bundesverbands der Berufsschäfer angeguckt. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder die haben, aber vielleicht melden die sich ja auch mal zu Wort, haben wir bisher noch nichts gehört. Also die Bundesregierung hat jetzt einen Gesetzentwurf geschrieben und an den Bundestag geschickt, in dem im Kern erstmal zwei Sachen drinstehen. Zum einen soll dieses Problem getackelt werden, was du genannt hast, nämlich es soll nicht mehr genau der Wolf abgeschossen werden müssen, der ein spezifisches Tier umgelegt hat. Also der Problemwolf. Nicht der Täterwolf? Nicht der Problemwolf an sich, ja, sondern es können Wölfe abgeschossen werden, so ist die Behörde denn erlaubt, die sich in zeitlicher und geografischer Umgebung dieser Herde und des Tatorts befinden. Also quasi sippenhaft für Wölfe. So ein bisschen, ja. Ah, Verdacht irgendwie, bam. Klingt nicht, und klingt hart, aber genau. Gut. Und das ist natürlich ein Problem, also schon in der Praxis, und gibt es auch schon, glaube ich, in ein oder zwei Bundesländern gibt es eben so ein Problem. Da gibt es halt Wölfe, offensichtlich einen Wolf wahrscheinlich, der Tiere reißt und sie versuchen ihn zu finden und es gelingt einfach nicht. Und das wird dann dazu führen, dass du halt 2, 3, 4, 5 Wölfe abschießt, möglicherweise aus diesem Rudel, weil sie halt in der Umgebung von gerissenen Schafen aufgetaucht sind. Und die waren es aber nicht. Und das Problem hört nicht auf. Und die Schafe werden weitergerissen. Noch ein Wolf geschossen. Und das heißt, möglicherweise erschießt du mehr Wölfe, als du eigentlich müsstest. Und den wahren Wolf, die sind nämlich nicht einfach zu finden. Den stöberst du nicht auf. Das heißt, du findest dann im Grunde quasi die friedlichen Wölfe, die sich bei Tageslicht zeigen. Und den gerissenen Reißwolf, den findest du halt nicht. Den Problemwolf, genau, der versteckt sich. Und das zweite, wie sagt man immer so, den zweiten Angriffsvektor hat die Bundesregierung so gestrickt, dass sie, sagen wir mal, insgesamt die Hürde senken will, ab der man überhaupt auf Wölfe schießen darf. Sie sind ja geschützte Tiere. Ja, also das darf man nicht vergessen. Die sind ja, da ist ja alles Mögliche verboten. Also die stehen unter Naturschutz. Die stehen unter Naturschutz. Man darf nicht mal den Anschein erwecken, dass man ihnen Schaden zufügen will. Geschweige denn darf man sie einfach über den Haufen knallen. Und deswegen gibt es im Bundesnaturschutzgesetz den Paragraph 55 und der legt nämlich fest, ab wann. Die 44. Was habe ich gesagt? 45. 45 ist es. Also 44 ist das Schutzgesetz. Genau. 45 definiert eben die Ausnahmen. Ja. Und da steht unter anderem eben drin heute, ja, dass eben ein Abschusstöten eventuell möglich ist, wenn ein erheblicher Schaden angerichtet wurde für Agrar, Forst, Fischerei etc. Und das will die Bundesregierung ändern in den ernsten Schaden. Also statt eines erheblichen Schadens muss der Wolf ernsten Schaden angerichtet haben. Und dann entfällt auch noch das Stichwort wirtschaftlich, ne? Ja, genau, das entfällt, glaube ich, auch noch. Ja. Und das bedeutet, also ernst, das sagt die Bundesregierung, ernst ist das Wort aus der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, also einer Richtlinie auf EU-Ebene, in der diese Formulierung steht, ernster Schaden. Und Kritiker sagen aber, naja, für uns, also zum Beispiel vom Bund für Umwelt und Naturschutz, sagen, das ist eine Rückstufung. Was ein erheblicher Schaden ist, das haben die Gerichte in Deutschland mehr oder weniger durchdekliniert. Das ist relativ klar und da gibt es auch vor allem eine Verwaltungspraxis. Ne? Man muss das ja so sehen, dieser 45 ist jetzt durchaus nicht so eine Erlaubnisnorm, wo einfach jeder hingehen kann und sich selber erlauben kann, ich töte jetzt mal ein geschütztes Tier, sondern da muss man dann zur Behörde gehen und sich eine Erlaubnis holen. Das heißt also, da gibt es eine Verwaltungspraxis, die seit Jahrzehnten geklärt hat, was ist ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden. Und nun wird es eben, aus diesem erheblichen wirtschaftlichen Schaden, wird jetzt ein einfach nur noch ernster Schaden. Von dem eigentlich niemand weiß, was das ist.
Das klingt so ein bisschen so, als wenn da der Damm brechen könnte. Ne? Schauen wir mal. Aber der eigentlich spannende Punkt ist, der 45 gilt nicht nur für den Wolf. Genau. Und das ist das Interessante. Und das ist in der Rechtsprechung, in der Presseberichterstattung bisher mir nicht aufgefallen. Weil dieses Gesetz, wir haben das jetzt ja auch angeguckt, also das ist ja dann das Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. Und diese Gesetze zur Änderung eines Gesetzes sind für Laien fast unlesbar, weil dann da steht, in Paragraph 45 wird in Satz 1 das Komma hinter dem das entfernt und das Wort zu hinzugefügt. Genau. Und was dann da hinterher quasi im Ergebnis dabei rauskommt, das weiß niemand. Ist super kryptisch. Dann musst du dann in das Originalgesetz gucken und das beides vergleichen. De facto unlesbar. Und so ist es auch bei diesem Gesetz. Das Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, da steht dann im Prinzip 45a wird eingefügt, Lex Wolf. So, ist, weil er neu ist, steht da komplett drin. Dann wird aber auch der 45 geändert, also der davor. Das ist das mit diesem Ernst. Und erheblich. So, und da steht dann nur ein Satz und ich als Journalist und so lese dann da drüber und sehe nur diesen Absatz und da ist der Wolf. Ja. Aber diese kleine Änderung im Paragraph davor, die rutscht einem durch. Die bedeutet aber, dass nicht nur für den Wolf die Schwelle gesenkt wird, um ihn abzuschießen, nämlich von erheblich auf ernst, ja, sondern für alle geschützten Tiere in Deutschland. Und ich habe mit einem Menschen vom BUND, also vom Bund für Umwelt und Naturschutz, gesprochen. Und der äußert nämlich folgende Befürchtung. Von der neuen Regelung betroffen ist letzten Endes jede Tierart, die Schaden macht. Der Buntspecht, der ein Loch irgendwo in die Fassade macht. Der Eisvogel, der vielleicht aus dem heimischen Fischteich irgendwo mal einen Goldfisch holt. Alles das fällt jetzt potenziell unter diese neue Regelung. Und das ist weder gut für die Behörden, die sich durch all diese Fälle dann durcharbeiten müssen, noch für den Artenschutz. Denn wir sind damit wieder auf einem Stand, der vielleicht in den 80er Jahren noch Stand war, wo jeder Graureiher Fischreiher hieß und einfach mal gerne um die Ecke gebracht wurde. Jetzt muss man aber der Vollständigkeit halber sagen, ich habe auch mit Wolfgang Köck telefoniert, der ist beim Umweltforschungszentrum in Leipzig, also so ein Spezialist, Forscher für Umweltrecht, und der sagt, naja, also ob dieser ernste Schaden, der da anstehen muss, um den Wolf abschießen zu dürfen, ob der wirklich ein Rückschritt ist und quasi diese ganzen geschützten Tiere leichter zum Abschuss freigibt, ist fraglich. Mhm. Was er sagt ist, es ist einfach wieder offen. Es weiß einfach niemand, was ein ernster Schaden ist. Und deswegen kann es sein, dass es eine Erleichterung ist, geschützte Tiere abzuschießen. Es kann aber auch sein, dass sich nicht viel ändert. Und da steht halt ein Verfahren, auch läuft, ist anhängig beim Europäischen Gerichtshof. Die Schweden oder die Finnen haben das aus demselben Fall dort vorgetragen, weil die auch Wölfe abschießen wollen, weil die auch dieses Wort ernster Schaden, den er anrichten muss, in ihren Gesetzen haben, weil sie die Richtlinie 1:1 umgesetzt haben. Und in einem halben Jahr oder so sagt er, wird der Europäische Gerichtshof darüber entscheiden, was ist denn jetzt eigentlich ein ernster Schaden? Und dann kann es natürlich sein, dass alles bleibt wie beim Alten, dass ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden, der die Existenz bedroht, von irgendwelchen Fischereiunternehmen eintreten muss, bevor man Graureiher oder eben Wölfe abschießen darf. Kann aber auch sein, dass es leichter wird. Und das muss man mal abwarten. Aber ich finde, da scheint mir doch eine andere Agenda am Laufen zu sein. Ja, mir scheint schon, dass da die Lobby, ja, von Jägern und Landwirten, die ja immer schon genervt waren von irgendwelchen Fischreihern, die eigentlich Graureiher heißen, und irgendwelchen Bibern und sonstigen geschützten Tieren, die da in ihren Äckern, Fischteichen etc. rumfischen und sie nerven. Das wollten die immer. Die wollten die immer schon abknallen. Und unterstelle ich ihn jetzt mal. Und weiß man auch, weil die Lobby das seit Jahren fordert. Und mir scheint, dass sie im Zuge dieses Wolfsgesetz dem einen Schritt näher gekommen. Ja, also das ist das, was mich daran so ein bisschen stört, so als politischer Beobachter, dass man so den Eindruck hat, das ist im Grunde so eine Art Schummelgesetz. Ne? Also allen ist klar, wir müssen was tun zum Thema Wölfe. Ob das Abschießen tatsächlich die beste Lösung ist, ist eine ganz andere Frage. Aber sicher ist, dass dieses Wolfgesetz nur der Anlass ist für eine Reform, die weit über das Thema Wölfe hinausgeht. Und das wird aber offen nicht gesagt, sondern man schmuggelt diese allgemeine Erleichterung des Abschießens von geschützten Tierarten mit diesem Wolfgesetz irgendwie durch den Bundestag. Und insbesondere, Philipp, du hast es gesagt, gelingt diese Täuschung der Presse, weil nämlich kein Mensch das bislang sieht, dass das eben viel breitere Auswirkungen hat als nur für das Thema Wolf. Und man muss dazu sagen, auch wenn einige Wissenschaftler sagen, ob jetzt der ernste Schaden wirklich eine niedrige Hürde ist als der erhebliche Schaden, die Bundesregierung sagt auf ihrer Webseite, wir wollen den Abschuss erleichtern. Und zwar nicht nur, erstens, es muss nicht der Problemwolf sein, es können auch andere Wölfe sein, und wir ändern
diesen Schadensdefinition. Ja, also ich meine, wir verstehen das als Erleichterung und das bedeutet, dass es auch eine Erleichterung ist, alle anderen geschützten Tiere abzuholen. Also ich finde auf jeden Fall ernst oder erheblich, kann man lange darüber streiten, was ich zentral finde, ist der Wegfall dieses Wörtchens wirtschaftlich, denn wirtschaftlich bedeutet ja eben in Mark und Pfennig oder in Euro und Cent auszudrücken und da gibt es eben ganz viele Fälle, wo es bislang einfach keinen richtigen wirtschaftlichen Schaden gab. Wenn jetzt irgendwie der von dir viel zitierte Graureiher im Gartenteich im Vorüberfliegen mal einen Goldfisch nascht, dann ist der wirtschaftliche Schaden nahe null. Ich weiß nicht, was so ein Goldfisch neu kostet. Ne? Aber es ist eben, es nervt eben. Das heißt, es ist, finde ich, ein ziemlich eindeutiger Fall, wo man jedenfalls nach derzeitigem Recht ganz sicher nicht abschießt. Genau, ich weiß nicht, wo du, also das wirtschaftlich habe ich auch gelesen. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob das wirtschaftlich in dem Gesetz stand oder ob das die Auslegung eine war. Gerichtsauslegung des erheblichen Schadens war, dass er auch eine wirtschaftliche vor allen Dingen Dimension haben muss. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass wirtschaftlich im Gesetz stand. Vielleicht kannst du das nochmal gucken. Der andere Punkt jedenfalls, den letzten, den wir noch machen wollten, den habe ich jetzt gerade wieder vergessen, aber ich gucke nochmal auf mein Notizbuch. Nee. Eine Sache. Achso, das natürlich. Nee, das ist das wirtschaftlich, das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Ja, das steht im Gesetz drin. Ah. Das heißt, derzeit zur Abwendung erheblicher Landfort, Forst, Fischerei, Wasser oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher Schäden. Ah, wirtschaftlicher Schäden, genau. Steht jetzt eben drin, aber fliegt raus. Fliegt raus, okay. Dann ist es schon eine erhebliche Änderung. Ja. Das ist eine erhebliche Änderung. Ja. Und man muss natürlich auch sagen, und das sagt auch der Herr Köck vom Umweltforschungszentrum, natürlich kann man Schafe besser schützen als so. Man muss einfach die Schäfer bezahlen, es muss so eine Wildtier- oder Weidetierprämie geben. Ja, du hast halt Weidetiere, du tust was für die Flora und für die Fauna und für die Artenvielfalt etc. Dann kriegst du also Geld dafür, dass du Schafe hältst, du kriegst deine Zäune bezahlt, du kriegst vielleicht auch Hunde gute bezahlt etc. pp. Sagt er auch, so kann man sich viel, viel wirksamer gegen Wölfe schützen und ich finde, das ist auch eine Güterabwägung, dass man erstmal das versuchen muss. Die Güterabwägung ist ein Punkt. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man zur Not diese Wölfe auch zum Abschussfrei. Oder also Verhältnismäßigkeit. Ne? Man versucht es erst mit dem milderen Mittel und erst, wenn gar nichts mehr hilft, dann muss möglicherweise der Wolf dran glauben. Und vor allem sollte man nicht unter der Überschrift Wolfsgesetz ein Anti-Graureiher-Gesetz durch den Bundestag schmuggeln, aus meiner Sicht. In diesem Sinne, würde ich sagen, die Lage der Nation ist abschließend und umfassend erörtert. Genau. Herzlichen Dank. Wir danken euch, dass ihr da wart. Aber rennt nicht weg. Jetzt rennt kommt nicht noch weg. Die Fragerunde genau. Für die lieben Menschen im Saal. Ja. Schönen Abend allerseits.